Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde DSA 5, Klingen der Nacht. Und heute mit dabei die Leopardin 202 als Ilva. Hallo, guten Abend. Und der Rerion als Lothir. Hallo. Feder als Ikayu. Hallo. Und last but not least, ja, der Pöller als Goswin. Und jetzt, wenn ich das Bild wegmache, hört, sieht den eh nicht besser. So, jetzt. Schuhu. Feder macht schon wieder das Rein-Raus-Spiel, wie wir das von Feder kennen. Es hat sich also zum letzten Mal nichts geändert. Jo. Auch ein Trinkspiel. Wieder rein aus Spiel. Ja, so ein Trinkspiel könnte man mal machen, ja. Genau. Ja, wir befinden uns immer noch im Norden Aventuriens. Und ich kann nicht hier den. Ich kann zack, da wieder einblenden. Wir sind immer noch in dieser Region hier rund um Frigorn. Und unsere Helden haben einen Angriff von dunklen Elfen aus dem Norden mitbekommen, die die kleine Stadt Friesow dem Erdboden gleichgemacht haben. Haben dann einen Flüchtlingstreck gen Glündhaven geleitet und haben unterwegs einige Abenteuer erlebt. Und sind dann zurück nach Frigorn gereist, haben dort gesehen, wie die Dunkelelfen eine Chimäre beschworen haben. Und ja, sind auf der Suche nach irgendeiner Möglichkeit, diese Invasion aus dem Norden aufzuhalten. Sie haben ein Schmuckstück gefunden unterwegs. In Friesow hatte das ein Elf bei sich. Ein Himmelslicht. Und ja, sie sind auf ihrer Reise auf unzählige, ja, was heißt unzählige, auf ein paar andere Himmelslichtträger gestoßen, die ähnliche Schmuckstücke dabei haben. Und ja, in den letzten paar Sitzungen, es hat sich dann ergeben, dass Lothir ein Problem bekommen hat, denn etwas Düsteres hat sich seiner bemächtigt, ihn fast in den Suizid getrieben und die anderen Helden haben ihn davon abhalten können. Und beim letzten Mal habt ihr dann ja, herausgefunden, was es wohl mit diesem Wesen oder dieser Wesenheit auf sich hat, die von Lothir Besitz ergriffen hat oder vermutlich Besitz ergriffen hat. Goswin hatte einen Magier aus einer Felsspalte, einen toten Magier geborgen. Und ihr habt das Hab und Gut dieses Magiers untersucht und herausgefunden, dass er ein Schwarzmagier ist und hier im Norden Untersuchungen zu ja, elfischer Geschichte macht, zu elfischen Bannritualen. Und ihr habt etwas über den Wall der Elemente gefunden, was noch nicht bekannt ist. Und Sagen und Legenden haben euch ja, erzählt, dass ja, es in diesem Wall der Elemente einer, ja, einer hochelfischen Überrest, wahrscheinlich eine Ruine wird es wahrscheinlich sein, dass es dort ein Tor gibt, was angeblich die Kraft hat, mittels eines Rituals Dämonen zu bannen. Und so habt ihr euch entschlossen, da es Lothir immer schlechter geht, Lothir dorthin zu bringen und auf diese Weise diesen Dämon auszutreiben. Und Ilva konnte erzählen, dass diese Ruine öfters mal das Winterlager der Fjarniger ist, ihres Stammes. Allerdings ist es nicht sicher, dass sie dort sind. Alles ein bisschen rätselhaft. Und außerdem habt ihr eine Karte gefunden, auf der dieses Tor verzeichnet war und ein zweiter Platz auch noch verzeichnet ist, der sich mitten in der Bernsteinbucht befindet, in den Aufzeichnungen des Magiers. Genau. Und
wir haben, glaube ich, die Szenerie verlassen, als einige von euch noch Vorbereitungen getroffen haben für die Reise. Und ja, vielleicht starten wir mit dem Aufbruch, dass sich alle Leute, die ihr so kennengelernt habt in letzter Zeit und lieb gewonnen habt, von euch verabschieden, weil es ist jetzt eine weitere Reise, die ihr zu tun habt, Richtung Kela oder Richtung Kaiser Gerbaldfort, irgendwo da in der Nähe soll diese Ruine liegen. Irgendwo in den, ja, Entschuldigung, irgendwo in diesen hügeligen, mach gleich, in diesen hügeligen Niemandsland, wo sonst niemand hinläuft, da soll es irgendwo liegen. Ich habe Angst, schon wieder astral auszudörren. Wir hatten das letzte Mal, glaube ich, darüber gesprochen, dass wir 2 Tage für die Vorbereitung brauchen, oder? Ja. Darf ich dann 3-mal regenerieren? Ja, ja, mach ruhig. Immer diese Magier. Also ich kann mich ja täuschen, aber der Unterschied zwischen Grollen und Magiern wird immer weniger klar. Alles nur noch falscher. Ja. Ja. Okay, ja, wie reist ihr denn? Was habt ihr vorbereitet? Ich werde 2 Schlitten mir erhandelt haben, inklusive die Hunde. Und wir werden das Zelt abgebaut haben. Das werden wir mitnehmen. Plus Vorräte, also relativ leicht, relativ schnell mit den Hundeschlitten, soweit wir kommen. Mhm. Das sind so die Vorbereitungen, die ich getroffen habe. Ja, nicht viel Verhandlungsgeschick getroffen hat, aber... Ja gut, ihr habt ja auch nicht besonders viel. Ihr habt ja nur das grobe Hab und Gut, was die Dorfbevölkerung halt in die Höhlen mitgenommen hat. Plus das Hab und Gut, was dein Stamm hat. Also üppig ist das ja gar nicht, was man da... Aber man gibt euch halt bereitwillig schon... Dinge ab, weil man einsieht, dass ihr als Helden, die quasi ja alle vor dem sicheren Tod durch diese Monstrosität bewahrt haben. Sag nicht Helden! Sag nicht Helden! Doch, Helden! Nein! Nein, böses Wort! Ja. Wir sind keine Helden! Ich bestehe da drauf! Ja. Reiseproviant, warme Decken, Felle und 2 Schlitten zum Fahren. Ähnlich wie ihr damals aus Glündhaven aufgebrochen seid, so brecht ihr nun auch vorbereitet auf wieder Richtung Westen zu fahren. Der einzige Unterschied ist, dass damals, ja, damals war Lothier auch verletzt, aber dieses Mal wirkt er ausgezehrt, Wangen eingefallen, die Augen tief in den Augenhöhlen sitzend, lang große Augenringe. Er schläft schlecht. Ihm ist ständig kalt. Es ist ein Häufchen Elend, was ihr da auf dem Schlitten sitzen habt. Ja, was Ilva und Goswin wahrscheinlich noch auffällt, ist, wenn sie Ikai und Lothier wiedersehen, dass Ikai humpelt. Und je nachdem, wie genau ihr hinguckt, eine relativ frische Naht auf ihrer gefütterten Lederhose hat. Wo das Leder so ein bisschen verfärbt ist drumherum. Aber sie sagt dazu nichts. Ich denke, Goswin wird das als erstes aufgefallen sein. Wahrscheinlich. Ikaio? Wo bin ich gerade? Bin ich gerade am Dinge zusammenräumen? Und wo ist Lothier? Lothier wird wahrscheinlich in dem Zelt sitzen, bis er aufbrecht. Bis es nicht mehr geht. Hm? Kurz vorm Abbau des Zeltes. Okay. Dann bin ich wahrscheinlich da vorne noch so Dinge am Zusammenräumen, halt die letzten, bevor es ans Zelt geht. Ja, Goswin? Ich zeig da drauf. Was ist denn das? Und sie geht ein paar Schritte vom Zelt weg. Komm, hilf mir mal da hinten mit den Kisten, bitte. Okay, aber ich habe dir eine Frage gestellt.
Hier, nimm das mal. Und sie drückt dir sowas in die Hand und schiebt dich so in Richtung, weg vom Zelt, weg von dem Tier. Wenn wir außer Hörreichweite sind, ist es ja auch genug anderer Lärm in der Höhle. Dreht sie sich zu dir um. Wir müssen nachts jetzt Wachen aufstellen. Nicht unbedingt wegen äußeren Gefahren. Bitte? Der Dämon. Ich vermute, er hat mich angegangen, nachts, als ich geschlafen habe. Lothi hatte einen Albtraum und ich bin aufgewacht, weil ich einen brennenden Schmerz an meinem Oberschenkel hatte und da war halt diese Wunde und ja. Aber sag's ihm nicht. Das würde ihn nur wieder tiefer stürzen lassen. Es ist mir irgendwie gelungen, ihn zu beruhigen. Ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie konnte ich. Ich weiß nicht, es passieren Dinge mit mir und ich kann es nicht erklären und ich weiß auch nicht, wo ich anfangen soll damit, aber es sind keine schlechten Dinge. Das letzte Mal, als Dinge mit dir passiert sind, du kannst dich noch dran erinnern, oder? Ja, ich weiß, aber dieses Mal hängt sie mit zusammen und sie fischt dieses Himmelslicht aus ihrem Ausschnitt hervor und zeigt es dir. Und ich weiß nicht, was, aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Jetzt könnte ich Gedanken hören. Kannst du meine Gedanken hören, Paul? Also ich konnte deine Gedanken. Was hast du gedacht, als wir diese Gletscher hochgeklettert sind und du als Eule über uns rüber geflogen bist? Du kannst meine Gedanken nicht hören. Weiß nicht, kann ich? Versuche mich mal auf ihn zu konzentrieren. Nee, ne? Nein, gerade nicht, aber ich weiß nicht. An dieser Felswand oder davor im Schnee oder auch gestern Nacht. Irgendwie war da so eine Verbindung. Ich konnte Lothi auf jeden Fall beruhigen. Er hat danach ruhiger geschlafen. Aber wir müssen aufpassen. Der Dämon wird stärker. Und ja, sag ihm nichts. Das würde ihn nur wieder tiefer in den Abgrund stürzen. Und wir brauchen ihn im Moment so kräftig, wie es geht. Okay. Ist halt nur an einer ungünstigen Stelle. Immer wenn ich gehe, scheuert es sich nach kurz oder lang wieder auf. Also, ja. Nicht gefährlich, aber nervig. Es ist nur eine Fleischwunde. Corona! Kai hat keine schwarze Rüstung an. Nein. Und noch alle Gliedmaßen. Ja, dann helfe ich, so gut es geht, beim Packen. Und verliere kein Wort mehr darüber. Vielleicht bemerkt man, dass Ilva ungewöhnlich aufgeregt ist. Also nicht wirklich aufgeregt. Sie ist immer noch stoisch, ruhig eigentlich wie immer. Aber irgendwie anders als sonst. Geradezu aufgeregt, ja. Im Vergleich. Ilva? Das äußert sich so ein bisschen in ein bisschen konfusem Aktionismus. Also ich versuche ganz viel irgendwie zu machen und renne ständig allen vor den Füßen rum, weil ich irgendwie, kann ich hier noch was mit anpacken und braucht ihr noch Hilfe? Komm, ich nehme dir das ab. Ich kann das wohl tragen. Und versuche halt irgendwie die ganze Zeit beschäftigt zu sein und irgendwie. Wunderbar.
Ich delegiere dir alles, was ich eigentlich tun will. Alles. Ich mach das alles, dann habe ich zu tun. Das ist gut. Ja, und dann wird schließlich auch das Zelt abgebaut und eingepackt. Denn es ist ja ist das Familienzelt. Das kann man nicht einfach nur irgendwie da lassen. Das muss man natürlich mitnehmen. Und diesmal hat es nicht Feder getroffen. Ich weiß nicht. Ich bin wieder da. Ja. Yeah. Was ist los, Digga? Ja. Alter Stream oder was? Ja, also ihr packt die letzten Sachen ein, fahrt los Richtung Westen. Das Schöne ist, immer wenn Lothier dann was machen will, weil er ist es ja gewohnt, extrem nützlich zu sein, kommt irgendwann jemand aus der Hand. So, und dann setzt sich irgendwann grummelnd Lothier auf den Schlitten mit den halbsteifen Gliedern schon wieder vor Kälte und das wird vermutlich vor allem dem Mikayo auffallen, er hat graue Haare bekommen. Ja. Was diese Erscheinung... Ich notiere das auf meiner Liste der unendlichen Sorgen unten. Aber ich vermerke es. Besessenheit. Mein Mann interessiert sich für Schwarzmagie. Lothar hat ein graues Haar. Kriegt graue Haare, altersbedingt oder stressbedingt. Oder beides. Oder beides, vielleicht bin auch ich schuld. Aber ja. Während ihr dann aufbrecht, seht ihr gleichzeitig, wie Fanta auch aufbricht, aber in eine andere Richtung losfährt. Also kurz vor euch sie die Höhlen verlässt mit ein paar Nivesen, die sie begleiten. Sie hatte euch ja gesagt, dass sie irgendwie auch zu ihrer Sippe zurückkehren muss, und um Bescheid zu sagen und sie zu warnen. Und so macht ihr euch dann auf, verabschiedet euch nochmal von den Yetis, von Rom und Brom und vom Schamanen und von all den anderen, die ihr wieder getroffen habt in Frigorn. Man fragt, man flüstert noch so, wenn Lothier sich irgendwie in den Schlitten setzt und gesehen wird, flüstern die Leute. Man blickt in fragende Gesichter, wie es wohl weitergeht. Und der Schamane schenkt euch noch einen Satz Ketten, die er angefertigt hat. Als Glücksbringer. Sind Robben Insignien auf ein Stück Holz gezeichnet, also Robben auf Holz und an einer Lederschnur, die man sich um den Hals hängen kann. Danke, Gyutanuk. Haltet ihr die Stellung? Ja, mach ich. Haben wir nicht viel anders. Naja, Nitok und ich werden die Tage mal in das Dorf zurückkehren und schauen, was zu retten ist. Wenn ihr Gelegenheit habt oder jemand, der etwas zu tun will, schickt Boten nach Glündhaven. Erzählt ihnen, was hier passiert ist. Sie sollen direkt zum Praios-Kloster gehen. Dort gibt es eine Praiotin. Sie trägt auch so ein Himmelslicht, ein Licht der Wölfe. Erzählt ihr, was hier passiert ist. Okay. Und sagt ihr, sie soll einen Boten in das Kloster der Einsamkeit schicken. Wie hieß dieses Ding? Ich habe mich damals nicht dafür interessiert. Ja. Da ist auch jemand, der davon erfahren sollte. Das Problem ist nur, keiner weiß, wo das liegt. Ob
Okay, irgendwie wird das schon erfahren, aber sie, auf jeden Fall in Glündhafen sollten die Leute wissen, was hier passiert ist. Das ist wichtig. Ja. Man nickt nur. Es ist erstaunlich, es ist eine eigenartige Stimmung, als ihr die Höhlen verlasst und losfahrt. Wie gesagt, einerseits sind die Leute irgendwie erleichtert, dass dieser Besessene weg ist. Auch wenn sie Lothair eigentlich lieb gewonnen haben, ja, über die Jahre. Aber man merkte es irgendwie, diese Besessenheit zehrte auch an der Stimmung der Menschen. Andererseits, ja, verlieren sie gerade diejenigen, die sie gerettet haben. Und diese brechen auf in eine ungewisse Richtung. Ranaus in die Schneewehen. Mitten im Winter. Wo man sonst eigentlich nicht sich weit von den Behausungen entfernt. Ja, die Menschen werden kleiner und kleiner hinter euch. Die Hunde treibt ihr an. Ihr fahrt so schnell es geht. Gerade wenn ihr einen Blick auf Lothair, der eingehüllt ist in mehrere Schichten von Fellen und Decken, die tief in den Augenhöhlen sitzenden Augen zwischen dem bepelzten und beschaltem Gesicht noch sieht, wenn man Kopf so ein bisschen geneigt und immer, wenn man über einen Stein hinüberfährt, wackelt halt hin und her, anstatt sich irgendwie gerade halten zu können. Er ist sehr schwach anscheinend. Und das treibt euch zusätzlich an. Ausgezerrt, ausgemergelt und er sieht uralt aus. Ja, und Lothair, du merkst, dass irgendetwas dir folgt. Es sitzt nicht mit dir im Schlitten, aber es ist nah. Ilva fährt den Schlitten. Und ich denke, Ikayu fährt den anderen Schlitten, weil Goswin davon keine Ahnung hat. Lothair mit den gesamten Weg quasi immer wieder rauch, um sich zum Teil wach zu halten, so quasi Flüche gegen dieses Ding in den Sprachen des Nordens, die er halt kennt, auch wenn sie keine Wirkung mehr haben, aber er fühlt sich dann irgendwie ein bisschen besser, so wenn er den Dämon beleidigt. Mhm. Ja, und ihr seid eine ganze Zeit lang unterwegs. Ihr macht Rast zwischendurch, passt auf Lothair natürlich auf, baut vielleicht das Zelt auf und verstärkt es durch Schnee. Wie damals, wo ihr auch schon das Iglu gebaut hattet. Nur ist es dieses Mal eine andere Stimmung, weil diesmal nicht Lothair dafür sorgt, dass der Schutz Ifirns über eurem Lager liegt, sondern im Gegenteil etwas Düsteres mit dem Zelt ist. Und man merkt es. Das Feuer will nicht genau an, es will nicht hochschlagen, es will nicht angehen, es hat Mühe, das Feuer anzumachen, es ist kalt. Die Feller sind durchnässt und wollen sich nicht trocknen lassen. Die Hunde sind aufgeregt, meiden Lothair. Sogar Ikayus Hund, der sonst immer alle abschleckt. Also während wir um das Feuer sitzen und kochen und essen, versuche ich immer genau gegenüber von Lothair zu sitzen und lasse ihn im Prinzip nicht aus den Augen. Also Lothair, vielleicht hast du das Gefühl, ich starre dich an. Und zwar immer ziemlich ernst. Also, ich rede auch nicht viel. Vertreibt sie Kayo gelegentlich? Eine freie Frau. Ja, also Lothair ist hin und her gerissen zwischen sich völlig abkapseln und irgendwo Wärme suchen. Das ist ganz, man merkt ihm quasi die innere Zerrissenheit auch an, die er da hat. Und vor allen Dingen aber, dass alles, was für ihn Zeit seines Lebens natürlich war, ist jetzt halt weg. Er kann es nicht mehr, er spürt es nicht mehr. Und das merkt man ihm deutlich an und das macht es wohl zusätzlich
schlimmer für ihn. Und also wenn du ihn halt immer wieder beobachtest, meistens sitzt er mit eingesunkenem Kopf da, gelegentlich hebt er den dann mal und dann siehst du halt die tief in den Höhlen liegenden Augen, wo auch dieses typische, dieser jugendliche Eifer, für den man ihn halt so kennt, einfach nicht mehr da ist, sondern er ist nur noch müde und verzweifelt. Also er wird nur noch von den Resten seines Willens überhaupt aufwärts gehalten. Und ganz selten mal blitzt sowas durch wie, eigentlich wäre es doch besser, mich hier irgendwo hinzulegen und zu sterben. Ja, ich... Ikayo versucht so ein bisschen den Leitstern an den Horizont zu pinseln. Bedeutet, wenn wir rasten, dann versucht sie, Aktivitäten zu finden, die auch Lothir tun kann, um ihn mit einzubinden. Und wenn es nur im Kopf, im Topf rühren ist. Sie erzählt viel in der Zeit, in der wir unterwegs sind. Viel aus ihrer Kindheit, viele Begebenheiten und Anekdoten aus ihrem Stamm, aus dem Dorf, zwischen den Kindern, zwischen Lothir und Ähnlichem. Und sie fällt so leicht ins Plappern. Aber nicht unbedingt, um die Stille zu füllen, sondern halt, um alle irgendwie mit einzubeziehen. Bedeutet, sie erzählt halt was und dann fragt sie zum Beispiel, und Ilva, was habt ihr so gemacht als Kinder? Sag jetzt bitte nicht Vierundsbären gejagt, weil dann hätte ich Angst vor dir, aber so, natürlich. Bei uns war schon so Robben jagen durchaus möglich. Ich meine, wir haben früher so zum Beispiel Eichhörnchen zu fangen mit bloßen Händen, das war ganz schön schwierig, weil die sind halt echt klein und schnell und gerade im Tiefschnee schwer zu erreichen, aber wenn man sich halt geschickt angestellt hat, dann funktionierte das Ganze schon. Und, ne, sie versucht halt, ja, tatsächlich das Gemeinschaftsgefühl alle mit einzubinden und irgendwie diese Verbindung zwischen den Vieren am Leben zu halten, indem sie halt erzählt oder singt oder scherzt. Redest du in genau dem Tempo dann die ganze Zeit weiter? Das wird Ilva nämlich total in die Karten spielen. Die ist noch wortkarger als sonst. aber ein kleiner Redner muss ich ja. Ich habe überhaupt keinen Bock, mich an so einem Gespräch gerade zu beteiligen, weil in meinem Kopf gerade ganz andere Sachen abgehen und ich irgendwie Schiss habe vor der Begegnung, die vielleicht stattfinden könnte, vielleicht aber auch nicht. Irgendwie, wenn wir da hingehen und die da gerade ihr Winterlager haben. Ich weiß nicht, was da passieren wird, weil wir irgendwie komisch auseinandergegangen sind. Irgendwie haben sie ja nur doch versucht, mich irgendwie zu retten aus den Ketten, aber eigentlich wollte ich doch weglaufen und ich weiß gar nicht, ob ich die sehen will. Irgendwie schon, aber zu einem ganz großen Teil auch eigentlich nicht, weil ich Schiss davor habe und ich habe jetzt echt keinen Bock, über Eichhörnchen zu reden. Das tut mir total leid und ich hoffe, dass ihr genug Sorgen um Lothir habt und Ikayo genug Quatsch, dass ich irgendwie in Ruhe gelassen werde und in meinen Gedanken brüten kann und irgendwie mich da nicht beteiligen muss am Gespräch. Ja. Ich versuch's halt. Ich versuch irgendwie der Kleber zu sein, der alle zusammenhält. Solange es hell ist zumindest. Wenn alle schlafen, ist das was anderes. Ja, und so ist es eine merkwürdige, verstimmte, merkwürdige, also Lothir ist von diesem Dämon heimgesucht. Ilva hat Angst, dort das erste Mal irgendwie Angst, irgendwo hinzugehen. Goswin weiß nicht weiter, was er machen soll, obwohl er sonst irgendwie auf magische Weise immer irgendwie einen Rat wusste. Ikayo plappert und versucht, alles zusammenzuhalten. Und das überträgt sich. Und als ihr den zweiten Tag unterwegs seid und lagert, wieder alles aufbaut, das Zelt präpariert, den Schnee irgendwie drumherum aufstapelt, damit das Zelt nicht weggeweht wird und die Wachen für die Nacht einteilt. Seid ihr bedrückt und nur das leichte Schimmern, was Ikayo vom Himmelslicht aus immer wieder mitten in den Raum legt vielleicht oder so, das ist das Einzige, was so ein bisschen Ruhe bringt.
was dann sofort wieder unterbrochen wird, dadurch, dass Ikai wieder anfängt, von irgendwelchen Eichhörnchen zu reden. Aber, ja. Und wer ist denn an diesem zweiten Abend bereit und in der Lage, Wache zu schieben? Ich kann Aufholwache halten. Ich kann eh nicht pennen bei den ganzen Gedanken, die mir im Kopf rum. Dann macht ihr alle. Ich gehe mal davon aus, dass sie Lothien nicht wachen lassen wollen. Gehe ich mal stark davon aus. Deswegen. Ja, also solltest du Anstalten machen zu fragen, platze ich wahrscheinlich kurz aus mit. Du bist schon gut. Du musst schlafen. Ich kann gern wieder die Kunstwache machen, die von morgen dran. Dann macht Ilva vielleicht die erste und Goswin die in der Mitte. Ja, und Ilva kann mal eine Sinnesschärfenprobe machen. Erschwert um 3. Also ziemlich schwierig. Oh, wow, ein Patzer. Tja. Moment, aber jetzt habe ich hier andere Sachen auf dem. Das war ich vorhin. Hä? Das war. Achso, das ist Redion. Okay, okay. Ja. Also Leopardin hat 11, 12, 12 gewürfelt, kein Patzer. Nein. Gott sei Dank. Mein Patzer gerade war Lothiers Versuch, sich bei der ganzen Stimmung quasi abzuschalten und in den geweihten meditativen Zustand zu verfallen. Und wie man sieht, hat das hervorragend geklappt. Ja. Super. Das heißt, er wird so langsam sickig, sobald man ihn behandelt wie einen Aussätzigen. Ja. Jetzt ist die Frage, ob du mit 11, 12, 12 und 3 Erschwernis noch was überhast. Ja, mit 2 Qualitätsstufen noch. Ja. 2 Qualitätsstufen. Dann wirst du ja einmal auf jeden Fall das ein Nordlicht sehen am Himmel. Und du hast das Gefühl, dass ihr beobachtet werdet. Mehr allerdings nicht. Versuchst dann irgendwie, schaust dich immer wieder um, irgendwie, ob du Schatten siehst oder so. Aber da ist nichts. Jetzt läufst vielleicht mal ein paar Schritte vom Zelt weg, suchst nach Spuren, aber du findest nichts. Und wächst dann die zweite Wache. Goswin, ich hatte irgendwie ein bisschen. Du bist dran. Schau mal auf. Du sag mal, hast du noch eine andere Möglichkeit zu gucken, ob hier irgendwas ist? So magisch meine ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden beobachtet, aber ich habe keine Spuren oder irgendwas gefunden in der Nähe. Beobachtet? Also du hast versucht, Spuren zu finden. Ich habe gedacht, wenn hier jemand ist, dann muss man den ja irgendwo finden, aber keine Spuren in der Nähe. Ich meine, es ist Nacht, man sieht jetzt auch nicht so viel, wobei das Nordlicht ist ganz hübsch. Aber ich weiß nicht. Achte auf jeden Fall mal. Ilva hatte auf jeden Fall zwischendurch wirklich das Gefühl, eine Gestalt gesehen zu haben, ist dann dahin gelaufen und durch den dicken, tiefen Schnee gestapft und hat halt geschaut, wenn da jemand gestanden hätte, dann hättest du eine Spur sehen müssen. Also war es wahrscheinlich eher ein Trugbild oder so. Oder vielleicht der Dämon, der sich manifestiert hat oder so. Ja, das glaube ich auch. Das muss wohl der Dämon gewesen sein. Okay, das würde ich. Okay. Naja, jedenfalls, falls du sowas auch siehst, achte mal drauf, irgendwie, keine Ahnung. Ganz geheuer ist mir das nicht. Kann ich verstehen, ist ja auch ein Dämon. Luthi schläft im Übrigen sehr unruhig die Nächte. Ich setze mich wieder auf den Platz, wo ich gesessen habe und versuche Lothi im Blick zu behalten. Und zeitgleich möchte ich mich nochmal mit diesem Ritual auseinandersetzen. Ich will das wirklich richtig
drauf haben, wenn wir bei dem Tor angekommen sind. Deswegen pauke ich das. Ja. Zwei Studium Brabak jetzt. Das wäre geil. Ja. Dann sitzt du irgendwie im Zelt oder machst du dort draußen irgendwie Wache? Wie, also du paukst halt, um dich wach zu halten, ja wahrscheinlich auch, ne? Ja, genau. Ja, also ich denke, ich habe ja das Gefühl, dass die Bedrohung eher im Zelt sitzt. Also ich will ja nicht, dass hier Ikayo nochmal attackiert wird oder Ilva oder Lothi sich selbst was antut. Deswegen bleibe ich wahrscheinlich im Zelt. Okay. Dann wirst du irgendwie irgendwann Geräusche von draußen hören. Also der Wind pfeift halt die ganze Zeit. Und ja, du hörst aber irgendwas ist da draußen. Ja, dann guck ich mal raus. Streckst du den Kopf durch die Zeltwand und merkst sofort diese Eiseskälte draußen. Es hat angefangen zu schneien nachts. Und schaust, dass das Nordlicht ist verschwunden, von dem Ilva erzählt hat. Es sind dicke Wolken aufgezogen, die sogar das Mardermal irgendwie verhängen. Kaum Licht zu sehen. Das einzige Licht, was du hast, ist das, was du aus dem Zelt heraus hinter dir scheint. Und mach auch du mal eine Sinnesschärfeprobe. Erschwert um 3. Haha. Immerhin nur eine 20. Verdammt. Ja. Jetzt nur noch finden. Wo bist du? Da bist du, Sinnesschärfe. Aber Klugheit und Intuition werden gebraucht. Von daher habe ich es mit einer Qualitätsstufe geschafft. Ja, dann hast auch du das Gefühl, dass irgendjemand das Zelt beobachtet. Ja, dann werde ich wohl jetzt in regelmäßigen Abständen aufstehen und immer mal ums Zelt herumgehen, um einfach mal zu kontrollieren, dass keine Dinge von uns geklaut werden. Ja. Also, was ich jetzt machen kann auch da hinterherlaufen, aber ist ja eigentlich egal. Während du das dritte oder vierte Mal um das Zelt herumläufst, kurz bevor deine Wache endet, hörst du, ist das ein Glockenspiel? Irgendwie der Wind pfeift dir um die Ohren, das ist das, was du vornehmlich hörst. Aber da ist irgendwie so ein Klingeln drin. Klingeln. Ja. Kann ich damit irgendwas anfangen? Oder ist das jetzt einfach nur... Konzentrierst dich irgendwie, vielleicht ist das eine... Es klang zuerst wie ein Klingeln. Jetzt ist es irgendwie... Irgendwas hat sich in das Pfeifen des Windes gelegt. Klingt wie ein... Eine Flöte oder so? Welche Sprachen spricht Goswin? Goswin spricht Nuyuka auf 1. Neuerdings. Muttersprache Gareti. Oloak auf 1, Bosparano auf 3 und Istira auf 2. Okay. Dann hörst du vielleicht länger diesem Flötenton und diesem Glöckchenspiel zu und irgendwann mischt sich noch näher kommend ein Gesang dazu, den du auch verstehst, der mehrere Ebenen zu haben scheint, als ob zwei Leute singen. Okay, was wird gesungen? Und ich poste dir das mal hier rein, damit du das gleich den anderen erzählen kannst. Ich wollte es. Puh, gut, dass ich unten angefangen habe zu lesen. Und irgendwann entfernt sich das aber wieder.
Oh, ja, dann, ja, also ich höre das. Ich mach mal schnell Radau. Aufwachen, schnell, aufwachen! Ah, aufwachen! Okay. Ich stehe sofort mit meiner Axt in der Hand neben ihm. Nein, alles gut, ich muss so schnell weg, Und dann mache ich mich ratzfatz auf und hinter den Gesang her. Goswin läuft in die dunkle Nacht in den tiefen Schnee hinein. Und Ilva steht vor dem Zelt. Zelt mit der Waffe in der Hand. Ja, und ich dachte, also man, Goswin stapft ja wie so ein Storch halt durch den hohen Schnee, kämpft sich davor und hat auch vergessen, seine Schneeschuhe anzuziehen in all dem Ärger. Und ist deswegen auch gar nicht mehr so schnell und verschwindet aber dann relativ fix in der Dunkelheit. Was ist denn los? Tja, und Feder ist weg. Ja, Goswin, du hast den Eindruck, dass da dass du einen Horizont in der Dunkelheit ein Schillern siehst, vielleicht ein paar Umrisse einer Gestalt, die da wandert. Versuchst schneller auf sie zuzulaufen und dann ist das Schillern aber auch wieder weg. Also komplett verschwunden. Du erreichst dann, vielleicht läufst du noch zu der Stelle hin, die du gesehen hast, um Spuren zu finden, aber da sind keine Spuren. Wenn irgendwas hier lang gelaufen ist und sei es nur ein Tier, das müsste in diesem hohen Neuschnee auf jeden Fall Spuren hinterlassen haben. Ja, ich gehe auch nicht davon aus, dass das ein Tier gewesen ist. Ja, oder ein Mensch. Oder ein Dämon. Ja, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass das ein Mensch gewesen ist. Ich kenne mich ja so ein bisschen aus mit Wesenheiten, die zweilagig singen können. Ja. Bisschen. Damit meine ich jetzt nicht die Waschfrauen. ja, also Ilva kann jetzt, wo sie halt aufgewacht ist, Nikayo halt auch. Lothir ist ja noch am Brummeln. Vielleicht, ich weiß nicht, ob er aufgewacht ist. Ihr könnt diesen Gesang halt auch hören, wie er sich langsam entfernt. Mhm. Aber ihr versteht ihn halt nicht. Ich denke nicht, dass ihr Istira könnt. Also ich versuche noch hinterher zu rufen auf Istira. Komm zurück! Wir brauchen deine Hilfe! Wahrscheinlich wird sich nichts tun, oder? Nein. Dann muss ich das wohl akzeptieren und trotte zurück. Ja, Goswin kommt zurück, Ilva. Und diese Stimme verstummt irgendwann, kurz bevor er zurückkommt. Was war denn das? Ich habe dieses Singen gehört. Konntest du das verstehen? Du hast ihn auch so komisch hinterhergerufen. Ja, ich konnte das verstehen. Was macht denn hier mitten nachts einer und singt dir was rum? Was hat er denn gesungen? Also es ist übrigens kein Wunder, dass du keine Spuren finden konntest. Es wird sich womöglich um einen Elfen gehandelt haben. Mindestens einen. Ein Dunkelelfen. Kommt dir aber direkt durch in den Kopf. Nein. Und die machen keine Spuren? Ganz. Bei denen weiß ich es nicht. Kann sein, dass die auch nicht. Also auf jeden Fall haben die Elfen Möglichkeiten, keine Spuren zu hinterlassen. Ja, das ist richtig. Nenn es magische Schneeschuhe. Nur, dass man dafür keine Schneeschuhe braucht, sondern... Wenn man sich mit einem anfreundet, könnte man sowas bekommen von denen? Die werden super praktisch. Ich glaube, Elfen halten nicht so viel von Artefaktmagie. Also zumindest nicht, was Schneeschuhe angeht, glaube ich. Die sind ein bisschen anders drauf als die Kundjunger.
Hä, wie, wenn die solche Schneeschuhe haben, dann können die mir noch welche machen in der Größe oder nicht? Sollten wir mal Elfen treffen, kannst du ja mal fragen. Das mache ich. Vielleicht gibt es ja einen Firnelfen, der sich mit dir messen möchte und du kannst was gewinnen oder so. Das können wir ja mal ausprobieren. Ja, da wäre ich für offen. Aber Soll was ja hat denn der niemals. jetzt gesungen? Du hast mir das immer noch nicht beantwortet. Bitte, was der Was der gesungen hat. gesungen hat. Fehlt übrigens die erste Zeile, Entschuldigung. Aber ist jetzt. Ja. Also ich vermute, dass das elfische Lieder gewesen sind, also ob der die jetzt selbst gedichtet hat oder ob das elfische Volkslieder sind, kann ich dir leider nicht sagen. War jetzt auch nicht mein brennendes Interesse, ehrlich gesagt, aber ist egal. Ikayo Natürlich ist das interessant. Ikayo merkt innerhalb des Zeltes, also du bist ja irgendwie so in den Dämmerich, irgendwie, da ist irgendwie Ilva ist aus dem Zelt gestürmt. Lothir dreht sich 3 oder 4 Mal um und brummt. Du beobachtest Lothir, passt auf, dass es ihm gut geht, und du merkst, dass er kurz die Augen aufschlägt, sich dann wieder wegdreht und die Atmung ruhiger wird und er weiterschläft. Mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck. Das ist gut. Ja, Hekayo, war ja sowieso wach geworden und hatte nochmal versucht, Lothir von ihrer Stärke abzugeben. Von der sie auch nicht mehr so viel hat. Das letzte bisschen gibt sie ihm zur Not auch noch, wenn er dadurch widerstehen kann. Und wenn sie bemerkt, dass er dann jetzt ruhiger wird, durch was auch immer, gibt sie ihm einen Kuss auf die Stirn und würde Lieske angucken, sei nicht so ein Feigling und pass auf ihn auf. Oh. Dann, ja, ich kraule sie unterm Kinn, gebe ihr auch einen Kuss auf die Stirn. Wir müssen zusammenhalten, das weißt du. Und dann, würde ich auch mal vors Zelt treten in die kalte Nachtluft. Was ist jetzt los? Warum steht ihr hier draußen? Es ist verdammt kalt. Ich erzähle euch das morgen früh. Geht am besten jetzt erstmal wieder schlafen. Es ist nichts passiert. Gucke auf den Himmel. Bin ich nicht sowieso dran? Also am Himmel sind nur Wolken zu sehen, aber ja. Was schätze ich? Haben wir einen Stundenglas dabei? Ungefähr, ja. Also Wahrscheinlich es ist noch ein bisschen Zeit, aber wenn jetzt eh schon wach ist. Also such's dir aus. Ich brauche jetzt sowieso noch Zeit, um das aufzuschreiben, was ich gerade gehört habe. Ich muss das rekonstruieren. Alleine, also jetzt aus der Erinnerung komme ich damit sowieso nicht klar. dann mach das aber drin. Die Kälte ist viel für dich. Dann nimmt sie Goswin in den Arm und Goswin merkt, dass sie das gerade sehr braucht. Einfach mal so als quasi zum Auftanken. Und dann würde sie Ilva und Goswin wieder reinscheuchen. Und vor dem Zelt Stellung beziehen und ja, ein Gebet an die Götter richten. Leise. Also an die Himmelswölfe und die Götter. Ja, ich brauche jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, um drinnen Das aufzuschreiben, ja. die Worte aufzuschreiben. Versuche mich dann mal so ein bisschen was zu erinnern noch. Ne? Also wenn man sich das so aus dem Gedächtnisprotokoll notiert, ist das ja immer noch was anderes, als wenn man das einfach nur so versucht wiederzugeben. Während der Wache von Ikayu wird nichts mehr groß passieren. Die Stimme kommt auch nicht zurück. Lothir schläft das erste Mal seit Tagen vielleicht ruhig weiter. Und wird am nächsten Morgen vielleicht sogar ein bisschen, also halb, also im Vergleich, ein bisschen erholt aufwachen. Und vielleicht macht Ikayo schon mal einen Tee für das Frühstück oder so. Touch. Oh, Entschuldigung.
Ja, das ist ein Feuerhund. Eliska, ich glaube, ich habe dich unsittlich berührt. Oh. Er schmunzelt leicht. Ja, die Kaiba hat tatsächlich noch keinen Tee gemacht. Die ist immer noch dabei, um das Zelt zu wandern. Und die hält so ein bisschen Zwiesprache, weil sie braucht Rat. Und diesen Rat versucht sie halt irgendwo zu finden. Und vor allem halt bei den Wölfen, die ja auch über sie wachen. Und bei Ilfa. Und erst wenn sie drinnen halt hört, dass ihr langsam wach werdet, kommt sie dann rein. Und bringt frisches Schnee mit zum Town über dem Feuer. Heute redet sie mal ausnahmsweise nicht. Heute Morgen. Sondern ist still. Ich kann schwören, es ist nicht mehr ganz so kalt heute. Das ist ein gutes Zeichen. Alles klar, Lothier? Also erholt trifft es nicht richtig, aber ich habe das Gefühl, ich konnte fast normal schlafen. Das muss an dem Wiegenlied gelegen haben. Lebt eine Braue. Heute Nacht hat uns ein Elf besucht. Also, was heißt besucht? Er ist an uns vorbeigereist. Und hat gesungen. Ich nehme an, es gab keine Spuren. Hm? Der schmunzelt wieder leicht. Siehst du, Ilva? Ludwig kennt das auch. Für einen Elf hinterlassen die Spuren im Schnee. Das ist halt das Problem, wenn sie einen von uns erledigen. Naja, ich habe auf jeden Fall eifrig aus dem Gedächtnis mitgeschrieben. Ich habe versucht, den Elfen einzuholen. Das klappte natürlich bedingt gut. naja. Warum seid ihr eigentlich alle so still? Weil du was erzählen sollst vielleicht. Ich habe Ilva jetzt nicht als Quarkfrosch in Erinnerung. Ansonsten ist mein Kopf ganz schön kaputt. Das ist richtig, aber irgendwie redet keiner. Hey, Kaio, was ist los? Erzähl, was hast du gehört? Nein. Also, ich hole mal das Stück Papier raus, auf dem ich das Gedächtnisprotokoll angefertigt habe von dem Lied. Natürlich werde ich das nicht singen können. Ihr versteht Zweistimmigkeit und ich kenne die Melodie und ich habe sie ja nur einmal im Vorbeilaufen gehört. Aber ich werde es trotzdem so gut es geht wiedergeben. Und ich fange an, auf Isdira zu lesen. Was wahrscheinlich keine Socke versteht. Lothir versteht es. Ja, tatsächlich. Unterbricht mich nach einer Zeit, Team? Oder soll ich es auf Isdira folgen? Du kriegst von Ilva den Blick des Todes, aber wenn du dich traust, darunter weiterzulesen, dann... Die Munchkin, die ultimative Munchkin-Karte, Ilvas Blick des Todes. Dann fange ich an zu lesen. Esle, de, und kriege dann wahrscheinlich den super Blick
und unterbricht dann kurz. Ja? Weichst du etwa aus? Gestern Abend wolltest du das schon nicht sagen. Jetzt eierst du hier ewig rum und sagst, du willst was erzählen und dann fragst du, warum keiner von uns redet und dann fängst du an, in einer komischen Sprache zu sprechen, die kein Mensch versteht. Jetzt sag doch endlich, was in dem Lied vorkam. Meine Güte nochmal, was soll denn das? Ja, gut, ich möchte das kurz begründen. Ja, gestern war ich echt müde. Wie lustig. Und jetzt bin ich echt verwirrt. Das egal, also ich werde es dann so gut es geht übersetzen. Ja, gut. Also. Und nehme den Zettel so hin und übersetze dann so relativ unflüssig. So simultan übersetzen ist echt nicht so leicht. Und korrigiere mich auch zwischendurch mal wieder. Blut friert. Und Einsamkeit bringt dir Leid. In unserer Welt stirbt man allein. Nur Gemeinsamkeit besteht. Denn vom Zorneswächter, ja, das könnte es heißen, denn vom Zorneswächter der Weite heißt es, er verfolge dich, umwehe dich, zermürbe dich. Reise gemeinsam, dann bleibt auch er dicht bei dir. Reise einsam und er hetzt dich in den Tod, denn er selbst ist allein und hasst die Einsamkeit. Er will entkommen aus der einsamen Weite des Eises, denn er ist der Traum des Toteneises. Geschaffen aus nichts als Bardock, ohne Verstand und Seele. Er will sich vereinen mit den Winden des Südens, denn sie sind Wind gewordener Geist, der ihm so sehr fehlt. Doch die Grenze zwischen den Elementen zu überschreiten, bleibt ihm verwehrt. Unter den Rosenohren, ich glaube, das ist ein neuer Ansatz, das ist eine neue Strophe oder so. Also unter den Rosenohren aber herrscht eine seltsame Eigenart, die einen Teil ihres unbeständigen Geistes sein mag. Es heißt, dass sie der Einfluss eines körperlosen Geistes ohne Namen aufpeitscht, anstachelt und zwingt, die Weite des Nordens zu suchen. Immer wieder dringen sie deshalb in die Tundra vor, entschlossen zunächst, irgendeines der Dinge zu finden, von denen sie glauben, dass sie ihrem Leben einen Sinn geben. Ein Edelmetall, ein Funkelstein, ein Stück Wissen, das ihnen fehlt, aber auch nur die Umrisse eines Landstrichs, die sie auf Papier bannen, als ob sie das Land dadurch verstehen könnten. Wenn sie aber die Grenzen des alten Reiches, das muss der Name sein, das kann ich nicht übersetzen, Mandalia nach Norden hin überschreiten, ist dieser Feuereifer vergessen und bald überkommt sie Verzweiflung. Sie verlieren ihre Hoffnung, ihren Mut und sie sterben einsam im Frost des Nordens. Gar nicht schlecht übersetzt, Junge. Ich habe ja auch bei guten Lehrern gelernt. Trotzdem macht mich der Inhalt dieser Lieder ein bisschen... Naja, woher soll er das gewusst haben? Das ist erschreckend, genau. Ja, also das ist ja, ich zeig's auf Lutie. Ja. Willst du mir nicht gleich den Finger in die Nase stecken? Nein.
Ist ja gut, Entschuldigung. Ich. Magier. Ich klatsch dem Goswin so hinten relativ vorsichtig, aber doch so einen kleinen Stupser an den Hinterkopf. Und du rennst auch noch alleine ins Eis dem Typen hinterher. Da ist ja was Wahres dran, nicht wahr? Einsamkeit ist scheiße, nur in der Gruppe schaffen wir das. Ja, aber ich bin doch nicht Lauf. Der Besessen. Nein, aber du darfst auch nicht wieder alleine weglaufen. Wir schaffen das nur zusammen. Aber wenn ich den Legendensänger eingeholt hätte, wäre ich doch nicht mehr alleine. Und wenn er was mit dem zu tun hat, der Leute in die Einsamkeit lockt, weil er die Einsamkeit blöd findet. Und, keine Ahnung, muss das denn der sein, der in Lothir ist? Und wenn der zum Teil in Lothir ist, kann der nicht vielleicht auch noch sich in was anderem aufgesplittert haben? Ich bin übrigens noch hier. Du hast was Böses in dir, Schätzelein. Hat dir das noch keiner erzählt? Ich bin bloß froh, dass ich den Fuß nicht hochkriege. Ich glaube, sobald Lothir wieder fit ist, wird es Kopfnüsse hageln. Ja, die werde ich nur nicht überleben. Ja, wollte ich gerade sagen, das soll er mal versuchen. Verdammte Fjallinge. Er müsste nämlich auch noch einige kriegen für Weglaufen und für Blödsinn machen und wilde Jagd herbeirufen und so. Nur weil er jetzt so angeschlagen ist, hat er die ja nicht gekriegt. Aber ich merke mir die alle, Lothir, ich merke mir die alle. Und dann wollen wir mal sehen. Vielleicht überlegen wir uns das dann lieber nochmal. So habe ich wenigstens eine Ausrede, weitermachen zu können. Ich sollte mir auch vielleicht mal überlegen, zu lernen, mich in einen Fjallinger verwandeln zu können, oder? Das wäre bestimmt hilfreich. Kannst du... Ja, du kannst ja dann auch wie ein Vogel fliegen. Dann kannst du vielleicht auch kämpfen und dir ist nicht so leicht kalt und das wäre bestimmt hilfreich. Jetzt habe ich einen neuen Traum. Naja, was fangen wir denn jetzt mit den Infos an? Das Problem ist, die teilen sich mehrere Eigenschaften, die so ziemlich allen Elfenliedern gleich sind. Sie sind wunderschön, sie sind schön poetisch. Und man kann nur die Hälfte mit ihnen anfangen. Ja, so ein bisschen verschwurbelt das alles, ne? Vielleicht müssen wir das mehr auseinanderdröseln. Also naja, es scheint doch mit den Dingen, die wir gehört haben. Andrika, ja. Der Zorn ist echter. Ja, derjenige, der den Ball der Elemente nicht überschreiten kann. Ja. Heißt es, und der Leute aus dem Süden in den Norden zieht. Ich meine, in dem Tagebuch stand doch auch, dass dieser Magier das in den Norden gegangen ist, weil er dieses Verlangen gespürt hat. Das ist doch nichts Neues. Das ist doch nur die Bestätigung für das, was wir schon wissen. Goswin, du bist ja ein schlauer Vogel. Ha. Ja, stimmt. Ich schmunzel auch ganz leicht. Beides. Wir aus dem Norden kennen den Aberglauben oder die Legenden, aber ich frage mich, wie der wissenschaftliche Ansatz aussieht, wenn man einen Namen hat von etwas, gibt einem das nicht im gewissen Rahmen Macht über es? Ja, das... Das kommt drauf an. Ich bin jetzt kein Beschwörer, ne? Deswegen kann ich dir da keine guten Informationen geben. es kommt ja drauf an. Ne? Es gibt ja Namen und Namen. Also Namen können ja Bezeichnungen sein, einfach nur. Ne? Also ich meine, Mensch, ja, ist eine Bezeichnung. Wenn man jetzt sagen würde, oder Mann, ne? Wenn man dich jetzt mit Mann anspricht, das hat nicht so viel Wirkung, wie wenn man deinen richtigen Namen benutzt. Das merkst du schon selber, ne? Und so ähnlich ist das ja mit allen Wesenheiten. Also es gibt einfach Namen, die man Dämonen zum Beispiel gegeben hat, weil man über sie redet. Und es gibt mit Sicherheit Namen, die ihnen wirklich zu eigen sind und auf die sie dann wirklich hören. Wenn man natürlich an diese
letztere Kategorie rankäme. Das ist schon... Wie der Herr des verfluchten Eises. Ja, genau. Die Erzdämonen haben... Die sind ein gutes Beispiel dafür, ja. Ich könnte dir jetzt nicht unbedingt deren Namen aufzählen, aber die Bezeichnungen, die kenne ich ja zum Beispiel. Die Beinamen von dem kenne ich. Ja, Beinamen, aber... Ne? Beinamen sind ja eher Kategorie 1. Ich kenne auch den Namen, mit dem man ihn nicht nennen soll. Ja, und da sind wir wahrscheinlich... Ich vermute es jetzt einfach. Bitte, ne? Bleib bei der Regel, nicht nennen. Ich vermute, aber da sind wir bei der Kategorie 2. Bei Gelegenheit darfst du ihn mir mal aufschreiben. Aber wenn das ein Dämon ist, dann, muss ja sein Name ihn zumindest irgendwie beeinflussen können, auch wenn es vielleicht nicht sein richtiger Name ist. Ja, also sagen wir es mal so, wenn ihr euch jetzt einen Spitznamen für mich einfallen lassen würdet und mir passt der nicht, dann höre ich da auch nicht drauf, ne? Er grinst. Habt ihr einen Spitznamen für mich? Wenn ihr nicht an einem Rücken seid. Ein Kosenamen vielleicht. Eulchen oder so. Und hier grinst immer breiter. Ich wünsche mir umso mehr, mich in einen Fjärden nach verraten zu können. Dann könnt ihr euch alle hauen. Und es wird euch wehtun. Tja, wie soll es denn dann weitergehen? Eule, Goswin, Fjarninger, was wäre denn die nächste Stufe? Vollnasser? Oder zweizeiniger Kopfschwänzler? Dämonen sind ausgeschlossen. Ich habe nicht vor, mich in einen Dämon zu verwandeln. Versprochen. Gut. Gut. Ihr seid echt seltsam, ihr Leute aus dem Süden. Ich mag dich in vielerlei Gestalt, aber irgendwo ist eine Grenze. Na? Also, dieses Lied jetzt erstmal so, dass es uns in unserem Vorhaben bestätigt, richtig? Ja. Prima. Dann können wir ja anfangen, das Zelt abzubauen. Wir müssen nämlich weiter. Ja. Ihr baut das Zelt ab, reist weiter gen Westen, kommt in das hügelige Gebiet wieder hinein und dann erkennt vielleicht zuerst Ilva, weil sie an dieses Gebiet ein bisschen gewöhnt ist und das schon mal gesehen hat, erkennt im Schnee weit voraus mehrere dunkle Flecken. Die nach was aussehen? Gebirge? Also es ist noch weit weg. Vielleicht sind es Steine. Oder Stellen, wo man den Schnee freigeräumt hat. Und wenn ihr näher kommt, ist es dann deutlich. Es sind Gestalten im Eis. In Pelze gehüllt. Auf dem Boden liegend. Und das Eis hat sich rot gefärbt. Mehrere Pfeile stecken in den Körpern. Ja, das ist nicht so gut. Ich finde, also wir stehen hier gerade mitten in einer Eiswüste, ne? Hier kann man sich nirgendwo in Deckung bringen, nee. Ne? Hier ist nichts, oder? Ja, dann würde ich trotzdem, würde ich trotzdem da weiter hingehen, würde mich mal hinhocken und die mir genauer angucken. Also da es hier ja immer friert, können die da auch schon Tage und Wochen liegen. Aber ich würde mal so ein bisschen mir den Schnee angucken. Wenn es noch rot ist, hat es ja zumindest noch nicht da drauf geschneit. Also, ne? Es scheinen relativ
frisch zu sein. Ja, ich würde mir mal die Machart der Pfeile angucken. Erkenne ich die irgendwie? Sehen sehr filigran gearbeitet aus. Anders als die Pfeile, die Lot hier bei sich hat. Und auch anders als die wir zum Jagen benutzen wahrscheinlich. Ja, ne? Und eher fein gewachsen. Irgendwie, als ob das der Pfeil an sich aus... Der sieht nicht bearbeitet aus, der sieht so gewachsen aus. Und die Leute, die in Pelze gehüllt sind, was sind das für welche? Sie auf den, sind das Fjarninger? Das sind Fjarninger, in der Tat. Und du erkennst sie auch. Das sind Leute deines Stammes. Einer vielleicht sogar ein guter Freund von dir gewesen früher. Wie viele sind das? Die da tot sind? Es sind 5 insgesamt. Die liegen etwas verstreut. Am Anfang habt ihr nur gedacht, es sind nur 3. Aber dann findet ihr irgendetwas weiter entfernt noch 2. Ein typischer Spähtrupp, würdest du sagen. Oder ein Wachtrupp. Okay, ich würde mal den anderen, ich meine, das ist ja, das meiste davon ist offensichtlich, aber ich würde denen das dann auch mal erzählen. Also es scheinen hier entweder Wachen oder Späher gewesen zu sein. Und die Pfeile, die sehen ungewöhnlich aus, als ob die gar nicht so richtig geschnitzt und bearbeitet sind, als wären die einfach, das kann ja nicht sein, aber irgendwie so Stöckchen vom Baum, die so gewachsen sind. Zeig ganz mal. Komisch. Hier. Also ich weiß, Lothi, dass Firnelfen solche Pfeile benutzen. Mhm. Du hast schon mal solche Dinger gesehen, ja. Firnelfen. Die Pfeile sollten wir mitnehmen. Die kann ich nicht mit meinem Bogen abschießen. Wieso nicht? Weil man Elfenpfeile nur von Elfenbögen schießen kann. Ich könnte es versuchen, aber der Pfeil hätte nicht die Wirkung, die er sonst hätte. Naja, du hast ziemlich viele Pfeile verbraucht, also... Ja, schon klar. Die Toten brauchen sie nicht. Normalerweise gehen die sich aus dem Weg. Fjarninger und Fjernelfen begegnen sich fast nie. Ich hätte auch nicht sagen können, dass ich irgendwie mal gehört habe, dass schon welche in dieser Gegend auf Elfen getroffen wären. Kennst du die? Silva? Ja. Die sind von meinem Stamm. Das heißt, sie sind hier auch irgendwo entweder unterwegs zum Winterlager oder schon da. Die Firnelfen sind aber sonst weiter nördlich. Was heißt das für uns? Kommen sie so weit nach Süden? Kommen sie so weit hierher, weil da oben was ist, was sie auch bedroht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das Probleme für uns bedeutet. Wenn wir in einen Kampf zwischen Firnelfen und Fjarningern geraten, dann haben wir... Gelinde gesagt, keine Chancen. Ich kenne eure Rituale nicht, aber ich denke, du solltest sie zu Frunu geleiten. Bisschen Schnee drüber kippen. Ironischerweise ja.
Naja, was willst du denn hier so großartig machen? Naja, sich vielleicht zumindest zusammenleben. Ja, natürlich. Das, so, aber ich meine, ne, was machst du denn? Da sind keine Steine, da ist nur Schnee. Da kannst du kein Loch graben, da kannst du nichts verbrennen, weil wir kein Feuerholz haben. Die kannst du nur weiter in praktisch wie eine Art Behelfs-Iglu irgendwie alle unter dem Schnee irgendwie gut einpacken. Ich helfe dir. Ciao. Lothir versucht mal, sich die Spuren mal ein bisschen anzusehen, um mal so Rückschlüsse drauf zu ziehen, was hier genau passiert ist. Ja. Weil er weiß ja, normalerweise begegnen die sich allenfalls, wenn die handeln wollen, aber dann eben in Städten, damit sowas nicht passiert oder in Dörfern. Also, was ist hier schiefgelaufen quasi? Mach mal eine Spurensucheprobe. Kriege ich Mali wegen meinem Zustand oder? Nee. Okay. Was habe ich denn da nochmal gehabt? Fährtensuche oder Sinnesschärfe? Mach mal Fährtensuche. Okay. So. Ja, das sieht gut aus. Rollt noch, aber 18, 12. 18, 12, das sind nach Adam Riese. Dann habe ich 4 Qualitätsstufen. Dann kannst du mich jetzt 4 Sachen fragen, die du rauskriegst. Durch die Spuren. Gerieten die Fjandlinge in einen Hinterhalt? Ja, sieht so aus. Wie viel? Naja, wobei, Fjandelfen hinterlassen ja keine Spuren, also kaum welche. An der Art, wie die Pfeile eingetroffen sind, wie viele Firnelfen waren hier? Oder wie viele haben geschossen? Es sind viele Pfeile. Also entweder haben wenige viel geschossen oder es waren bestimmt 10. Was ungewöhnlich ist, dass so viele auf einmal unterwegs sind. Also schon fast eine ganze Sippe von der Größe her. Bei den Firnelfen. Okay. War noch jemand anderes hier, außer den beiden Parteien? Nein, aber du erkennst noch Spuren von Schlitten. Also vielleicht waren mal mehr Fjerninger noch da. Vielleicht sind welche geflohen. Kamen beide aus derselben Richtung? Also sowohl Fjerninger als auch Firnelfen? Du kannst nur Spuren von Fjerningern sehen und die kamen aus der Richtung, in die ihr unterwegs seid. Okay. Wo die Elfen herkommen, elfische Spuren sind eigentlich so gut wie gar nicht zu sehen. Firnelfen hinterlassen keine Spuren im Schnee. Genau. Der Legolas-Effekt. Kannst vielleicht so hier und da irgendwie auf so einer Felskuppe mal sehen, da wo einer stehen geblieben ist und Schnee aufgehoben hat oder irgendwas. Also, dass die also da irgendwo gestanden haben müssen oder vielleicht Pfeile in den Boden gerammt hat, um die dann zu ziehen. Aber das sind also die einzigen Spuren, die du findest. Also ich entdecke eher so ein Loch, so wo er den Bogen mal abgesetzt hat, als ein Stiefel. Genau. Ja. Ich glaube, das waren schon 4, ne? Ich gebe dir einen Bonus noch. Kannst du noch einen, kannst du noch, wenn du magst. Oh Gott. Wenn dir noch was einfällt. Ja, ich überlege gerade. Ähm.
Hier sind aber nur Fjaniger-Leichen, ne? Mhm. Anscheinend gibt es keine elfischen Opfer oder die... Haben sie mitgenommen. Haben sie mitgenommen. Aber selbst dann müsste es irgendwie Spuren geben von welchen, die im Boden, auf dem Boden gelegen haben oder so. Oder Blutspuren. Oder so. Kann ich Rückschlüsse ziehen, wie groß die Gruppe der Fjaniger war? Schwer zu sagen, weil der Schnee sehr ausgetrampelt ist. Es müssen auf jeden Fall mehr gewesen sein als diese fünf. Und sie hatten mindestens zwei Schlitten dabei. Okay, ist klar. Aber von den Fjaningern hier sah jetzt auch keiner wie ein Schamane aus, ne? Nee. Alles Krieger. Okay. Und es die Spuren mit von den Schlitten auch noch ziemlich deutlich. Also den kann man folgen. Und die führen eh in die gleiche Richtung, wo er eh hin will. Ja. Aber es gab keine Zweikämpfer, ne? Die wurden von den Fallen quasi exekutiert. Ja. Okay. Das klappt. Ja, also während ihr dann da die Fjaniger aufbaut, ist Lothia am das ganze Areal am Ablaufen. Macht das sehr langsam, aber er wird mit jedem Schritt quasi ein bisschen sicherer dabei. Also das könnt ihr auf jeden Fall sehen. Bleibt dann auch mal stehen, wischt ein bisschen Schnee beiseite, zerreibt ihn zwischen den Fingern. So wie ihr das schon früher gesehen habt. Auf der Pirsch. Ja, und irgendwas flüstert dir auch zu, nach was du suchen musst. Irgendwie. Irgendwas ist da. Und flüstert dir Gedanken zu. Von da sind sie gekommen. Ja. Na toll. Sei still. Ich kann das allein. Das waren die Bonus-Aufgaben. Die Bonus-Fragen kommen vom Dämon. Toll, ich habe nachher ein paar Kisses bekommen. Ja! Der ist schon eine ganze Zeit, ich würde mal sagen, fast eine halbe Stunde nimmt er sich dafür Zeit. Mhm. Und kommt dann zu euch zurück. Ja, ihr bahrt die da auf, bedeckt sie mit Schnee, wie es Ilva euch zeigt. Und Feder verschwindet. Und taucht wahrscheinlich gleich wieder auf. Ja. Und ihr fahrt dann weiter. Und ja. Also. Die Fjaninger wollten dahin, wo wir auch hin wollen. Und einige haben überlebt. Sie hatten zwei Schlitten dabei, hatten es dann recht eilig. Die Fernöffner haben sofort geschossen. Keine Gnade. Und bevor die Fjaniger überhaupt hätten einen Verteidigungswall einnehmen können oder eine Formation, waren sie schon tot. Warum haben sie den Rest dann entkommen lassen? Tja, vielleicht hat was anderes sie aufgeschreckt oder... Ihr fahrt weiter und ungefähr nach einer Stunde kommt ihr an den Platz, den Ilva auch erkennt, weil er da einmal einen Winter verbracht hat. Und das ist freigeräumt von Schnee. Es sind eine Art Wall ist errichtet worden. Aber man sieht auch noch Überreste von einem großen Feuer, was da wohl gebrannt haben muss. Aber es sind keine Zelte zu sehen. Keine Jurten. Man sieht noch Spieße, die in diesen Wall reingetrieben sind zur Abwehr. Und was das Gruselige ist, auf einigen der Spieße sind Köpfe aufgespießt. Elfische Köpfe.
Da wären dann wohl die Leichen der anderen Seite. Oder der Grund, warum sie angegriffen wurden. Auf jeden Fall ist das Lager verlassen. Also wenn ja, sie haben hier vielleicht vor 2 Tagen oder so gelagert. Aber jetzt sind sie weg. Wie sehen diese Elfenköpfe aus? Ja, wie so ein toter Elfenkopf aussieht. Okay, toll. Also ist du kannst schon schwer, also es haben Vögel sich halt an den Weichteilen halt bedient. Also zumindest gibt keine Augen mehr, die du irgendwie entdecken könntest. Siehst noch die spitzen Ohren teilweise halt auch angehackt. Ne? Sind die schon steif gefroren jetzt? Ja, definitiv. Tja, das sieht nicht gut aus. Das ist, wenn ich es nicht besser wüsste. Also, Ludi dreht sich mal um, schaut so den Hang wieder runter, schaut dann auf die Elfenköpfe. Also, man kann auch weniger deutlich jemandem den Krieg erklären. Na, Ilva weiß, dass das eigentlich immer so ist, dass man Leuten zeigt, dass es unser Gebiet, bleibt weg. Standard. Frage ist nur, warum sie jetzt weg sind. Eigentlich zeigt das ja, dass sie den Kampf eigentlich gewonnen haben. Ja, aber gibt es denn Spuren, die vom Lager wegführen? Also ja. Sieht man noch irgendwas? Definitiv. In welche Richtung? Weiter Richtung Westen. Wie geht's dir, Elva? Wie soll's mir denn gehen? Das frage ich dich. Das sind deine Leute, die wir hier gefunden haben. Die 5, ja. Das waren ganz anständige Krieger, aber das passiert halt. Wenn ihr euch ein bisschen umseht, werdet ihr auch ein paar steifgefrorene, mit Schnee bedeckte Körper von anderen Fjarnigern entdecken, die wohl beerdigt worden sind. Irgendjemand da, der besonders prächtige Fell oder so hat, also der als wichtig zu erkennen ist? Ja, in der Tat. Einer, würdest du sagen, hat, also sticht ein bisschen heraus. Ein bisschen. So ähnlich wie Goswin jetzt auch, so ein Bärenfell halt. Firuns Bärenfell. Ilva, kanntest du den hier? Er trägt den Bären. Ja. Ich kenne sie alle. Das ist meine Sippe. Tut mir leid. Ich weiß, ihr seid harte Bastarde, aber jedes Leben im Norden ist kostbar. Ja, das ist es. Man sieht jetzt auch, warum die Fjarniger diesen Platz gewählt haben für ein Lager, denn es schmiegt sich an eine Felsenkonstellation heran. Bietet guten Schutz, ist leicht zu verteidigen eigentlich. Und ihr wisst ja, wonach ihr zu suchen habt. Und Ilva weiß ja auch, was hier in der Nähe ist. Und ihr schaut auf die Felsen hoch und seht, dass oben auf einem Hügel, auf dem Bäume draufstehen, ein eingefrorener Wasserfall ist, den du so nach unten kommt. Oben findet ihr halt auch einen großen Teich, der auch zugefroren ist. Und ihr schaut euch die Felsen an und irgendwie seht ihr, das sind keine normalen Felsen.
sind glatt, viel zu glatt für hier. Teilweise ein bisschen zugewuchert, aber man könnte, wenn man es nicht weiß, würde man es wahrscheinlich wirklich für Felsen und Überhänge halten, aber sie sind zu gerade und zu genau. Es sind die Überreste einer 15 Schritt hohen Mauer. Ikayo, kannst du mal kurz herkommen? Mir ist gerade ein bisschen schummrig. Ich brauche mal eine Stütze. Ich komme rüber. Halt dich. Halt fest. Der reibt sich mal so über die Augen. Das Spurenlesen war anstrengender, als es sein sollte. Du musst dich nicht überanstrengen. Du musst unbedingt durchhalten, bis wir da sind. Tja. Guck mal so da hoch. Wie war das noch? Die schönsten Dinge sind unter oder hinter einem Wasserfall? Ein Honigtopf voll Gold. Schmunzelt so ein bisschen über so eine alte Kinderweise. Das habe ich nie verstanden. Was soll ich mit Kleber im Gold? Aber gut. Meinst du, ich soll mal nachsehen? Sind wir einigermaßen sicher und die Fjallinger werden wohl nicht zurückkommen, sobald. Na, lass mich mal gucken. Also die sind auf jeden Fall weg, aber ich weiß auch, wie es da hochgeht. Was sagt denn der Sonnenstand? Würdest du empfehlen, dass wir weiterreisen, Ilva, oder müssen wir heute Nacht hierbleiben? Ich dachte, wir wollten hierher. Ach, wir sind schon da. Sind wir schon da, ist die Frage. Sind wir schon da oder ist das nur der Vorposten zu? Das sind zumindest die Mauerreste, die du kennst. Auf jeden Fall ist das hier, wovon ich dachte, dass wir die ganze Zeit davon reden. Hier sind die Mauerreste. So eine Angst bekommt sie. Naja, wenn das hier elfische Ruinen sind, muss es irgendwo Zeichen der Elfen geben. Entweder Istira oder in der alten Sprache oder... Ja. Also jedenfalls sind da hinten an den Mauern, das habe ich jedenfalls schon mal gesehen, so Zeichen, aber also ja, vielleicht kannst du da ja was mit anfangen. Ich fand die, also ich, vielleicht haben wir da mal ein bisschen was dazu geritzt. aber Funobus. Naja, das erkennst du bestimmt, was von denen war und was von uns und so. Ja. Ich werde mal danach schauen und ich fange an, in meinem Rucksack zu wühlen und hole einen, so wie so ein Rasierpinsel sieht das aus, hole ich raus. Mhm. Recht dünnes, gut eingepacktes Papier und einen Kohlestift. Und dann mache ich mich mit einer sehr... emsigen Betriebsamkeit. Einfach mal direkt, ihr könnt ja schon anfangen, das Lager aufzubauen. Ich gucke mich hier mal um und ich pause ein bisschen was ab und ich schau mal, was ich so finde. Oh. Ja, mach mal eine Probe auf Sinnesschärfe. Jawohl. Wenn du da guckst. Und das ganze Gebiet irgendwie erkundest. Die anderen werden dir garantiert auch helfen, können ja auch mal nochmal eine Probe würfeln und schauen wir mal, wie viel insgesamt ihr an Qualitätsstufen bekommt. So. Ich mit diesem Wasserfall geklettert. Ikayo, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, deinem Mann wird nie ein Bart wachsen. Das ist Ikayo gerade. Sieht auch gut aus. Ja, definitiv. Also, ich habe. Gibt es eine Erschwernis? Nee. Auf Qualitätsstufen. Innenschärfe, sagst du, ne? Ja, Ilva sieht auch
bis auf die 20 ganz gut aus. Und Lot hier. Okay, wie viel habt ihr denn insgesamt? Sammelt mal. 2 QS für Ilva, habe ich schon gelesen im Chat. 3 für Goswin sind 5. 4 für Ikayu sind 9. Und 4 für Lot hier sind 13 QS. Insgesamt. Wir nehmen den Platz sowas von auseinander. Wir nehmen den Platz auseinander. Ihr untersucht das ganze Areal und selbst Ilva, die den Platz erkennt, irgendwie. Schaut irgendwie auch an Orten, die anderen irgendwie jetzt interessant finden, die du vorher nie interessant fandest, irgendwie groß. Es war halt ein natürlicher Schutzwall, dass das irgendwie nicht natürlich gewachsen ist, das war dir vorher auch klar, aber es interessierte eigentlich auch nicht, es ist nützlich. Und insgesamt ist dieses Areal rund 30 Schritt breit, 15 Schritt hoch, diese Mauer. Im Westen findet ihr so diesen kleinen bewaldeten Hügel, wo der Wasserfall herunterkommt. Und wenn ihr oben ankommt, könnt ihr weitere Felsenfragmente erkennen. Hier scheint wohl die Mauer weitergegangen zu sein, aber inzwischen halt komplett zerfallen zu sein. Wenn man noch weitere 15 Schritt geht, findet man weitere Fragmente. Also diese Mauer muss sich weit gezogen haben. Wenn ihr der Spur folgt, dieser Mauer, also die ungefähre Richtung einhaltet, erreicht ihr irgendwann einen steinernen Torbogen, der im Fels, wie in den Fels geschlagen aussieht. Überwuchert von Pflanzen, zwischen den Bäumen stehend. Wenn man es nicht weiß, sieht es vielleicht wirklich aus wie ein Fels, der ein natürliches Tor bildet. Wenn Goswin ein bisschen daran rumschabt, kann er sehen, es handelt sich wirklich um ein geschliffenes Mauernstück. Also hier scheint auch ein Kampf irgendwann mal stattgefunden zu haben. Man sieht das auch an den anderen Mauernstellen, wenn Goswin das genau untersucht. Vom Norden her wirkt diese Mauer angegriffen. Also man findet irgendwie Scharten und wenn die Mauer zerstört ist, dann von dieser Richtung aus. Während die im südlichen Teil eher noch erhalten ist. Und auf der anderen Seite im Osten könnt ihr irgendwo einen Turm erkennen, was wohl mal ein Turm war. So, irgendwelche Formen von Schriftzeichen. Ilva hat ja was angedeutet. Ja, ihr könnt verwitterte Schriftzeichen auf jeden Fall erkennen. Und auch Reliefs an der einen oder anderen Stelle von alltäglichen Szenen. Allerdings ist es kein Istira, was du da siehst. Also du kannst es nicht lesen. Es hat Ähnlichkeit mit dem Istira-Schrift, aber es ist kein Istira. Es macht keinen Sinn, wenn du es versuchst zu übersetzen. Ja, so viel zu der Hochelfentheorie. Aber wo finden wir jetzt dieses Tor? Bitte? Weil da gab es doch dieses Tor, davon hat doch der Magier erzählt, irgendein Tor durch das Notieren. Ja, ich vermute. Wir können es ja noch spannender machen. Wir können ja sagen, dass Lot hier das gefunden hat. Die Frage ist, ob er es weiter sagt, dass es da ist. Hm? Was? Du hast dieses Felsentor gefunden. Die Frage ist, ob du es den anderen sagst, dass es da ist. Ich kann ja mal weitergehen. Also, na? Leute, hier ist es. Sehr gut. Bring dich um? Wo?
Da. Nee, Ikayu geht wirklich so auf Armeslänge da dran. Da! Stopfst dir so gegen die Nase. Also für Ikayu sieht es halt aus, als wären da irgendwie so zwei Steine gegeneinander geprallt. Irgendwie so. Also. Das ist ein Tor? Also er nimmt dich mal so am Schlawittchen und zieht dich so zwei Schritte zurück. Guck noch mal von hier. Oh! Wie hast du das erkannt? Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber dann musst du da jetzt nur noch durch oder wie? Oder ich gucke mich so hilfesuchend zu Gosman um. Was müssen wir jetzt tun? Ritual! Ach Gott. Oh ja, Gott. Ja, Gosman, was hast du denn da auswendig gelernt? Erklär mal. Also, ja, in den Anweisungen stand zunächst drin, dass man es vor der untergehenden Sonne machen soll. Also noch was Zeit, ja. Genau. Ich werde mich erstmal an das Tor machen. Es stand nämlich nicht drin, wie rum er da durchgehen muss. Und das wäre vielleicht ganz interessant zu wissen. Was vermutet Gosvin denn? Also es gibt ja diese eine Seite, die sehr gut erhalten ist, ne? Und diese verwitterte Seite. Ich untersuche das mal. Gibt es da so eine tatsächliche Bruchstelle, also so, wo das umbricht? Oder, ja, so ungefähr, ja, mittig halt, ne? Okay, aber das ist jetzt nicht so eine Naht, sodass es tatsächlich irgendwie unnatürlich aussieht, nee, oder so. Nee. Mhm. Also was auch immer hier gestanden hat, es wurde auch überwunden. Also es hat halt, also die Mauer ist ja kaputt, ne? Also auch nicht überall. Achso, du meinst geschliffen? Ja, ja. Ja, alles klar. Mal gucken. Ich meine, ich bin gut ausgestattet mit einem Ritual. Also die Frage ist ja, von welcher Seite, also was hat die Mauer vor was geschützt? Und die Angriffe kamen wohl vom Norden, nicht vom Süden. Ist das eine Nord-Süd-Mauer? Genau. Also trennt die den Norden vom Süden? Oder? Genau, Norden, also es wird wahrscheinlich, also wenn ihr das so schätzt, wie es weitergeht, wird es wohl die Nebelzinnen, also das Gebirge im Westen, mit dem Gebirge am Blauen See wahrscheinlich verbinden und dadurch halt dieses natürliche große Tor vom Norden halt abschotten gegen die Süden. Also mir ist schon ziemlich klar, dass es wahrscheinlich ist, dass die Angriffe aus dem Norden gekommen sind und der Süden verteidigt werden musste, ja? Mhm. Oho. Dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass man von Süden nach Norden gehen muss. Also Richtung Böse. Richtung Böse, ja, genau. Genau. Ja. Dann werde ich die Vorbereitungen treffen. Also ich werde so ein bisschen den Boden von Schnee befreien. Schiebt den so mit dem Fuß weg. Hey, Ilva, hilf mir mal. Wir müssen hier mal alles befreien. Schnee, Äste, alles weg. Okay, ich räume das alles mit ihm frei. Und dann nehme ich einen Dolch und ritze so ein paar Zeichen, genauso wie es in dem Buch steht, vor dem Tor in den Boden. Mhm. Genau. Mein Problem ist, dass ich die Zeichen selber nicht so ganz verstehe. Ist halt Beschwörersprache. Ne? und ich versuche die dann halt so möglichst akkurat, genauso wie beschrieben, diese geschwungenen Zeichen in den Boden. Mach doch mal eine Magiekundeprobe erschwert um 3, weil du es eigentlich nicht verstehst. Okay. Ich sollte schnellstmöglich Zayat lernen. Wenn du weiter beschwören willst, auf jeden Fall. Ja. Ich kann ja mal den Dämon fragen, dann kann ich dir das bestimmt beibringen. Wenn der nicht, welcher sonst?
Oha. Das ist auch Klugheit, das ist gut. Dann habe ich zwei Qualitätsstufen über. Zwei Qualitätsstufen, okay. Ja, dann schreibst du das dahin. Ich lasse jetzt mal offen, ob das reicht, um das voll akkurat hinzumalen. Okay. Also ich gebe mir sehr viel Mühe. Ja, ich sehe das schon mit zwei Qualitätsstufen. Da gibst du dir sehr viel Mühe, ja. Ich habe zwei Qualitätsstufen und sehr viel Enthusiasmus. Ja, ich habe das zur Kenntnis genommen. Gut. Das heißt, es explodiert nicht. Oder gerade. Und was muss dann getan werden? Ja. Dann muss der das, das Opfer der zu Heilende vor dem Tor platziert werden. Und es gibt ja, es gibt einen Spruch, der immer wieder wiederholt werden muss. Auf Bossparaden. Und ich bringe den beiden Mädels diesen Spruch bei. Hm. Er verknutscht schwer die Zunge. Er hört sich ungefähr so an wie Klaatu, Barada, Nikto. Klaatu, Navadara, Klaatu. Nein, man muss ganz genau diesen Spruch sagen. Man darf nicht davon abweichen. Es muss genau dieser Spruch sein. Sonst kann ich keine Garantie dafür übernehmen, dass nicht etwas ganz Großübels, Schreckliches passiert. Schreib ihn mir auf. Mach ich. So, dass ich ihn lesen kann. Nein, du musst ihn ganz oft sagen. Ich kann doch nicht lesen. Wenn ich den auch können will. Genau. Also ich gehe das wirklich ganz genau mit euch durch. Klaatu, Barada, Nikto. Das ist schon schön, dass man nördlich von Festum Bosparano nicht mehr spricht. Und in meiner Kirche sowieso nicht. Ja, Wenn Roswin deine Amantieren ist, den beiden Frauen ihren ersten Satz auf Bosparano beibringt, setzt sich dann Lothia einfach mal hin. Mhm. So nach dem Motto, das dauert wohl lang. Genau da. Und ich korrigiere dich sogar noch dreimal und du hast das Gefühl, du sitzt dann genau an der gleichen Stelle, wo du am Anfang gesessen hast. Wenn der immer so hektisch ist, dann eine große Mahlzeit. Die erste Beschwörung. Ich kann's halt nicht richtig. Ich will's genau richtig machen. Stell dir vor, du gehst durch das Tor und bist auf einmal ein richtiger Dämon. Goswin, kleiner Tipp. Hm. Bombensicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Nicht vor einem Ritual sagen, ich kann das nicht richtig. Das wirkt nicht vertrauenserweckend. Aber ihr wisst das doch. Leute zieht so eine Braue hoch. Dann hätte ich das zumindest hinter mir. Ich würde es niemals schaffen, mich von dir zu trennen. Das werden wir sehen. Er ist zwar ein Klugscheißer, aber er weiß meistens, was er tut. Das habe ich gehört, oder? Nein, Lulothea. Ah. Ja, genau. Er ist zwar ein Klugscheißer, aber er weiß auch meistens, was er tut. Das hast du gehört, ja. Die erste Silbe von Klugscheißer ist klug. Was ist eine Silbe? Und altklug ist der auch. Dramatik. Was ist das? Klaatu, Barada. Sprich mir nach. Wenigstens das hat er hingekriegt. Wie viel Zeit haben wir noch, bis die Sonne untergeht? Ja, irgendwann ist es soweit. Jetzt oder nie. Genau, ich kontrolliere nochmal, ob alles genau so ist. Ikayo und Ilva machen jetzt mal eine Magiekunde-Probe, ob sie das vernünftig hinkriegen. Magiekunde, Antwort auf. Nein. Ich bin sowas von erledigt. Magiekunde.
Gute. Warte, Goswin, mach mal zuerst eine Magiekundeprobe. Goswin zuerst und dann. Wir müssen doch nur den Satz sagen. Mach mal zuerst, Goswin. Naja, du machst ein Ritual, das heißt, es wird Magie durch alle fließen. Ich kann kein Magie. Ich will das ist Magie. Gut. Goswin hat gut gewürfelt, ja. Alle drei. Drei Qualitätsstufen, das heißt, ihr Ilva und Ikayo können sich drei Punkte irgendwie teilen für ihr. Zum Ausgleich. Ich hab vier Chips, irgendwie werde ich das ja jetzt wohl hinkriegen. Ich roll mal. Ich habe ja die Befürchtung, dass die geistigen Eigenschaften nicht gerade so Ilvas beste Werte sind. Ich möchte die 15 rerollen, glaube ich. Ja, die 15 möchte ich rerollen. Nur kein Stress, es geht nur um mich und meine Seele. Also. Die Klappe. Ah. Ich hab's geschafft. Hast du was von Goswins Punkten ausgeben müssen? Nein? Okay, Ilva hat noch drei Punkte über von Goswin. Ich glaube, sie hat nämlich null in Magiekunde, glaube ich. Das ist korrekt, ja. Jetzt hast du noch drei, ja. 2, 1, 15. Wahnsinn. Ja, das heißt, also wenn jetzt. Braucht die ja niemand anders, ne? Nee. Weil die 15 ist nämlich 2 zu hoch. Also bräuchte ich 2 von den Punkten. Dann hätten wir sogar noch einen über. Knapp. Von Goldwins Punkten. Knappikowski. Ja, sonst hätte ich einen Reroll gemacht. Ich habe ja auch noch Chips, aber. Ah, easy. So geht's ja. So geht's ja. Easy. Ja. Sie könnte mir erklären, was ich noch zu tun habe. Also sie reden den richtigen Spruch, Goswin. Und du auch. Und was muss Lothar machen jetzt? Nur also ich zeig Lothar, du machst jetzt genau das nach, was ich mache. Ne? Also da ist so dieses Singen, Klatu, Barada, Lipto. Und ich deute Lothar aufzustehen. Er hebt sich, schwankt einmal, bleibt dann stehen. Und dann er macht es falsch. Er macht es falsch. Und mach so Bewegungen vor, also so die Arme ausstrecken und einzelne Finger einknicken. Wir haben noch einen Punkt über Lot hier, den darfst du dir auf Magiekunde anrechnen und mal eine Probe machen, ob das vernünftig hinkommt. Sag dir den Geweihten, oh Gott! Ernsthaft, ich nehme euch alle mit in die Akademie, dass ihr erstmal 5 Jahre studieren müsst. Hey, ich hab immerhin Magiekunde 1. Ja. Jetzt hast du 2. Ist ein mehr als ich, ja. Einer mehr als ich. Das sind 20. Nein. Ich würde gerne rerollen. Ja. Oh ja. Aber die 3 behältst du, oder? Ja. Und wie Lothar das nachmacht. Ja, ihr seid so gute Steigbügelhalter für eine Karriere als gedungener Schwarzmagier. Pass mal auf, ich hab hier so einen kleinen Dolch, ja? Er macht es falsch, Jetzt halt die Fresse! Und jetzt? Ja, genau. Also, wo waren wir stehen geblieben? Bei den eingeknickten Fingern, genau. Und dann zeige ich dir den rechten Arm an die Hüfte links und den linken Arm an die rechte Schulter und dann den rechten Arm wieder ausstrecken. Und ich zeig dir die Bewegungen, die sind ein bisschen meditativ, die wiederholen sich an einem bestimmten Punkt auch wieder. Ich zeige dir ganz deutlich, dass du an einem gewissen Punkt die Fingerhaltung ändern musst. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass die Atmosphäre dadurch ziemlich dicht wird. Vielleicht kommst du dir an manchen Stellen ein bisschen bescheuert vor, aber das gehört halt dazu bei so einem Ritual. Da muss man drüber stehen. Genau. Und also wir machen das dann, bis die Sonne tatsächlich hinter dem Horizont gesunken ist. Mhm. Zum Glück hat Lothar seine Finger noch. Ilva, Ikayo und Lothar kommen sich tatsächlich irgendwann total komisch vor, weil Ikayo und Ilva halt immer
Goswin, der auf Lothir einredet und Lothir, der diese Bewegung versucht nachzumachen. Und dann, als die Sonne ja so über dem, über diesen Mauerresttor quasi irgendwie versinkt, beginnen die Zeichen, die Goswin in den Boden geritzt haben, aufzuglühen. Ich mache jetzt meine Selbstbeherrschungsprobe, dass ich nicht sofort den Jubel schreie. Ja! Strike! Okay. Okay. Cool ist Eis. So. Cool, wie der und war. Und jetzt? Und dann, dann deute ich dir, dass du dich umdrehst und durch das Tor gehst und mach die Bewegungen immer weiter. Na dann, Ifern hilft. Langsam geht Lothir auf das Tor zu. Vorwärts oder rückwärts, Lothir? So wie er es gesagt hat. Ich hab dir das nicht erklärt. Ich hab das vergessen. Scheiße, du müsstest nachgucken, Goswin, aber jetzt, das Ritual muss jetzt gemacht werden. Zu spät, klar, du. Mach einfach, wie du denkst. Ich versuche dir anzudeuten. Toll. Kann ich mich an irgendwas daraus erinnern? Weil er hat es mir ja mal vorgelesen. Ich nehme mal den Gesichtswürfel. Jetzt küdet. Nee. Vorwärts oder rückwärts? In welche Richtung gehst du denn? Von Süden nach Norden. Von Süden nach Norden. So hat Goswin es zumindest interpretiert. Das Glimmen beginnt schwächer zu werden. Dann gehe ich vorwärts. Vorwärts. Sicher. Ja. Gut. Ich werde es gleich merken. Langsam nähert sich Lothir dem Tor vorwärts von Süden nach Norden, während Ikayo und Ilva und Goswin die Beschwörungsformel murmeln und warum die muss ich Zeichen jetzt flackernd aufglühen. Und während du durch den Torbogen schreitest, hört man aus weiter Ferne hinter den Hügeln wie ein Echo einen ausgedehnten langen Schrei. Für einen Moment wird Lothirs Atem, der warme Atem, den du ausstößt in der Kälte, sieht man den ja, scheint er zu vereisen. Und jetzt sehen Goswin, Ikayo und Ilva das allererste Mal hinter Lothir auftauchen. Einen über 2 Meter großen Schatten. Aus Lothirs Schatten heraus quillt er und wendet sich nach oben. Streckt seine Arme Richtung Lothir aus, der den nächsten Schritt nach vorne setzt. Und dieser Schatten ist kein normaler Schatten, auch kein. Ihr habt euch schon mal Dämonen vorgestellt, besonders Goswin ja jetzt in seiner Enthusiasmus. Du hast dir Dämonen vorgestellt, wie sie aussehen. Du blickst in ein absolut abgrundtiefes Nichts, in Schwarz. Es verschluckt sämtliches Licht. Dieses Glühen deiner Glyphen, die du auf den Boden gemalt hast, verlischt, als der Schatten darüber streicht.
das Sonnenlicht, was noch so über die Kuppen glänzt, die letzten Sonnenstrahlen scheinen eingezogen zu werden, wie von der Nacht selbst. Und ihr hört ein tiefes Grollen. Ich lass ihn nicht gehen. Und Lothir setzt den nächsten Schritt nach vorne. Und Goswin ist sich in diesem Moment nicht mehr sicher. Die Zeichen sind verglüht. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Dann erneut das Kreischen. Und dann zerstiebt die schwarze Gestalt in schwarze, flockige Flocken. Es ist, als würde schwarzer Schnee um euch herum regnen. Und dann steht Lothir auf der anderen Seite. Und du blickst zurück und siehst in offene Münder von Ilva, Ekayo und Goswin. Du hast es nicht gesehen, was hinter dir war. Du bist ja vorwärts gelaufen, hast dich auf die Bewegung konzentriert. Du siehst das Entsetzen in den Gesichtern, denn sie haben in die Niederhöllen geblickt. Sie haben unendliches Leid und Schande und Tod gesehen in den letzten Monaten. Haben diese Chimäre gesehen, wie sie aus dem blauen See in Poak trat und Frigon vernichtet hat. Aber dieser Ausdruck auf dem Gesicht der drei. Ist mehr als das, was du schon mal in ihren Gesichtern gelesen hast. Du, Ilothir, fühlst dich frei. Aber die anderen drei, das werden sie nie vergessen, was sie gesehen haben. Ich nehme jetzt mal drei ganz tiefe Atemzüge. Fühle ich mich irgendwie anders? Du fühlst dich frei. Der Druck auf deiner Brust ist weg. Du fühlst, wie die Wärme in den Körper zurückkehrt. Wie du frei atmen kannst, wie du die Schwellungen und die Wunden an deinen Fingern und an deinem Körper kaum noch... Du fühlst dich regelrecht belebt. Vital. Im Rinnen schubbert Tränen die Wangen runter. Und dann siehst du den schwarzen Schnee, wie er runterregnet. Und die entsetzten Gesichter deiner Kameraden. Ich trete mal um das Ding rum. Mhm. Ich will da nichts berühren von dem Ding. Und dann rennt Lothir auf Goswin zu. Um ihn dann stürmisch zu umarmen. Ja, ich habe mich noch nicht ganz gefasst. Also ich lasse das jetzt einfach. Ja. Du verrückter Kerl! Wirbel rum. Also wirklich, du bemerkst, dass ja. Meine Miene gar nicht verändert. Ne? Also ich bin wirklich so ein bisschen weggetreten. Oh. Kayo, Ilva? Es ist vielleicht auch für alle von euch etwas anderes, was ihr gesehen habt, als ihr durch den Schatten durchgeblickt habt. Wie gesagt, ihr habt die Niederhöllen gesehen. Kayos Beine haben nachgegeben, die sitzt im Schnee, zittert wie Espenlaub und weint. Aber nicht laut, das sind einfach nur Tränen des Entsetzens und der Furcht. Und sie hat eine Hand vor den Mund gepresst und die zittert auch, aber sie ist einfach nur komplett am Beben.
dann wird Lothir auch dann zu Ikaju gehen und sie ganz behutsam mal in den Arm nehmen. Und es fühlt sich gut an, Ikaju. Du hast Lothir die ganzen letzten Tage so oft umarmt. Es war immer kalt. Es fühlte sich komisch an. Aber jetzt ist es wieder so wie früher. Dann hört man ein ersticktes Aufschluchzen und ja, Ikaju heult einfach los. Das ist gerade die ganze Anspannung der letzten Tage, die Angst, die Anspannung, die Missgunst, die zwischen den Reisegefährten waren und jetzt dieses, das, was sie nie wieder vergessen wird, das, was sie in ihren Träumen verfolgen wird, das, was sie verfolgen wird, wenn sie alleine ist, wenn es dunkel ist. Es ist gerade alles einfach zu viel. Viel zu viel. Also Ruti flüstert dann leise, jetzt kann ich verstehen, wie es sich angefühlt hat. Wahrscheinlich wirst du von Liska begrüßt. Die freut sich, dass du wieder da bist. Versteht nur gerade nicht, was mit dem Rest los ist. Also der Hund ist so eine Mischung aus verwirrt und freudig und springt an dir hoch und schnuppert an Ikaju und rennt um Goslin rum und stupst Ilva an, so nach dem Motto, ey, was ist das für euch? Ich tätschel dem Hund so ein bisschen gedankenverloren den Kopf und schüttel so den Kopf, während ich mir das angucke. Mann, ey, mit euch macht man hier Sachen mit. Ist unglaublich. Elva, du bist echt eine Wuchtbrumme. Hat er mich gerade fett genannt? Ja, hat er. Gib ihm, er darf jetzt wieder. Ich klatsche ihm direkt mal eine an den Hinterkopf. Au! Ah, Mann, ist das toll. Goswin. Sag mir bitte, dass das Ding weg ist. Sag mir bitte, dass es funktioniert hat. Das wird die Zeit zeigen. Allerdings, du hast es doch gesehen. Ikaju, ich verspreche dir jetzt hier eine Sache. Das mit der schwarzen Magie lasse ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so etwas tut und bei geistiger Gesundheit bleibt. Dafür musste das passieren. Ja, Ikaju kommt schwankend auf die Füße und verlässt diesen Ort. Die geht zurück ins Lager, die muss gerade weg von diesem schwarzen Schnee und überhaupt, eigentlich will ich überhaupt nicht mehr sein. Ey, scheiß auf den Norden, weg hier. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Also wirklich, nee. Das war's. Geht nicht, ich kann nicht mehr. Geht nicht. Lothir, mach mal eine Sinnesschärfenprobe. Oh Gott, das fängt ja gut an. Zack, Pfeiltot. Pfeiltot. Ja, bitte. Für ein Elfengebiet. Es ist vorbei, ey. Es ist vorbei. Was ist denn der letzte? Was ist sinnige Schärfe? Intuition. Dann habe ich zwei. Zwei Qualitätsstufen. Du blickst vielleicht in dieser Situation gen Himmel und dankst der Göttin, von der du gedacht hast, sie hätte dich verleihen gelassen, deren Wärme und Anwesenheit du wieder jetzt beginnst, wieder zu spüren. Du blickst auf den Sternen, auf das Sternenmeer über dir, auf das Mardamal.
und siehst einen schwarzen Schatten kreisen über euch. Und etwas landet im Turm, im Osten, den ihr ja auch gefunden hattet. Und es sah aus wie der Schatten eines Tieres. Wie groß? Ein großer Vogel. Vielleicht ein Schwan. Wie weit entfernt? Ja, der Turm ist halt auf der anderen Seite im Osten, also 100, 550 Schritt. Lute läuft los. Klar, wir haben dich gerade wieder repariert. Geh! Das muss er jetzt als Zeichen sehen. Entschuldigung. Ja, Lothir läuft los. In die Dunkelheit. Also in die Bild, also es ist halt eine mondlichtbeschienene Dunkelheit. Also es ist relativ hell momentan. Ich renne ihm sofort hinterher. Ich lasse jetzt hier niemanden mehr und ich ziehe Ikaio, wenn die irgendwie in Armlisslänge neben mir steht, irgendwie auch mit und schreit, Sven. niemand geht mehr irgendwo alleine hin. Scheiße, Mann, ihr macht auch nur Mist, wenn ihr alleine irgendwo hin. Habt ihr das Elfenlied nicht gehört, Mann? Bringt euch in Gefahr. So, wer alleine läuft, kriegt Ärger. Alle mitkommen. Ja, gut, ich komm ja mit. Warte, ich kann selber auf Lass aus. Der Knack, weg war der Arm. So, so. Kleine Spielchen unter Fjarnigern, ja. Gliedmaßen ausreißen. Ja, ich darf mich mitschleifen. Also ich mache mich immer. Ich kann nicht mal auf. Ja, ich reiße dir jetzt auch nicht den Arm aus, aber ne, ich zuck dich so an, dass du irgendwie mitkommst und signalisiere Goswin, dass er auch hinterher kommen soll. Niemand bleibt mir irgendwo alleine stehen und niemand rennt mehr. Irgendwo alleine hin. Not on my watch, people. Not on my watch. Ja, immer regelt. Hinterher. Hey, ich meine, wir haben gerade einen Lauf, oder? Ja. Los, jetzt fand ich mir die auch noch weg. Kann ich danach bitte in Ruhestand? Ja. Also ihr erreicht den Turm. Ja. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Nee, warte, falscher Film. Der große Wachturm von Amon Zugel, ja. Lass das jetzt nicht wieder irgendwas Seltsames sein. Ja, wie kommen wir da hoch? Gibt es eine Treppe oder eine Tür? Ihr lauft die Treppe hoch, die so an der Seitenwand von dem Turm. Also es hat kein Geländer oder so. Und die Treppe ist teilweise verfallen. Man sieht hoch oben halt einen Absatz, da wo die Treppe hinführt. Lothir läuft vor, muss sich manchmal so an die Seite drängen, um überhaupt auf der Treppe irgendwie bleiben zu können. Er stolpert damit sicher halt auch zum Teil eher hoch, als dass er läuft. Mal auf allen Vieren quasi. Kann Ayo, Ilva und Goswin folgen? Ja. Okay. Als ihr auf dem letzten Abschnitt seid, der auf dieses neue Stockwerk hochführt, da wo Lothir den Schatten hat verschwinden sehen, setzt ihr vorsichtig einen Fuß auf den anderen, weil die Stufen halt anfangen zu bröckeln teilweise unter eurem Gewicht. Wer weiß, wie viele Tausenden von Jahren dieses Bauwerk alt ist. Und inzwischen seid ihr schon, ja, bestimmt 10, 15 Schritt hoch. Wenn jetzt hier alles einstürzt, dann war es das. Deswegen setzt ihr vorsichtig eure Schritte nach vorne. Und wieder hat Lothir das Gefühl, wie eben bei dem Ritual auch schon, dass der Hauch, den du ausstößt, vor dir gefriert. Die anderen merken es auch.
die Luft vor euch gefriert. Die Atemwolke, die ihr ausstößt. In der bilden sich Eiskristalle, die zerklirren, fallen zu Boden. Es gibt ein klirrendes Geräusch auf der Treppe. Ihr blickt über die Treppenabsatz hinauf und seht eine Gestalt, wie sie kurz zu euch blickt und dann zur Seite verschwindet. Und dann bildet sich aus diesen zu Boden gefallenen Eiskristallen vor euch eine Mauer, eine Wand aus Eis. Wir sollten hier weg. Sollen wir nicht viel lieber versuchen, das Vieh zu vernichten? Wenn das das Vieh von eben ist, dann haben wir keine Chance dagegen. Was meint ihr, Pferd? Toll, dann rennt sie bei Dere und nimmt den nächsten. Also Luthier, leg mal die Hand an dieser Eiswand. Mhm. Das ist eine, ja. Es ist eine Wand, die aus dem gefrorenen Hauch, den ihr ausgestoßen, vielleicht auch den die Person von oben ausgestoßen hat. Die Luftfeuchtigkeit ist halt gefroren, dann bildet eine Wand. Fühlt sich das wie normales Eis an oder fühlt sich das wie schlechtes Eis an? Es ist normales Eis. Es beginnt jetzt unter deiner warmen Hand zu schmilzen, leicht. Hallo? Wer ist da? Bist du wahnsinnig? Ich dachte, das hätten wir weggemacht. Kommt mir die Gestalt ein bisschen... Also Lothar fällt jetzt gerade ein, dass, was die Kaldi gesagt hatte, da wäre irgendwas über dem Haus gewesen. Hm. Damals in Frigorn. Mhm. Da wäre ein Schwan gekreist, ja. Ihr habt die Gestalt nun, es war mehr so ein wehender Mantel, den ihr gesehen habt. Also viel habt ihr nicht erkennen können. Also entweder wir machen die jetzt kaputt oder wir gehen. Aber hier auf der Treppe sind wir ein leichtes Ziel. Es braucht nur einen Stoß und die Stufen brechen unter uns zusammen, dann sind wir tot. Irrfirn, vergib mir meine Schwäche. Irrfirn, vergib mir, dass ich... dass ich einen Moment lang nicht auf deine Kraft und deine Gnade vertraut habe. Es tut mir leid. Unsagbar leid. Ich weiß, dass du stark bist, Irrfirn. Das warst du immer. Auch du hast einen Rudel. Deine Tochter hat einen Rudel. Ich fühlte mich so hilflos. Menschlich hilflos. Verzeih mir. Zeig mir den Weg, den ich gehen soll. In diesem Augenblick zerfließt diese eisige Wand, geht quasi vom festen in den flüssigen Aggregatzustand über und hört das Platschen vor euch. Gibt den Weg frei. Lothar macht vorsichtige Schritte vor. Ist die Gestalt noch da oder weg? Die ist ja auf dem, gehst
gehst nach oben. Mhm. Also ganz vorsichtig. Ja, siehst in ein Turmzimmer hinein und da steht eine hochgewachsene Gestalt mit einem in dunkle Kleidung gehüllt, mit aber reich verziert. Der Saum ist mit Gold verziert. Siehst mehrere bunte Farben auch, wie die Schnörkeleien auf der Kleidung gestickt ist. Du siehst weißes, langes Haar. Vielleicht auch blond, weiß. Siehst du eine Kapuze, die tief ins Gesicht gezogen ist. Die Statur sieht ja entweder androgyn oder weiblich aus. Die steht da, du kannst das Gesicht nicht erkennen, du kannst den unteren Teil des Gesichts erkennen. Glatte, weiße Haut, weißliche Haut. Und die Haare, die halt unter der Kapuze hervorrücken. Und sie hält eine Schwanenfeder in der Hand. Blut hier. Beugt sich nach unten. Legt sie auf den Boden. Tritt dann einen Schritt zurück. Blut hier geht auf beide Knie. Die anderen kommen nach oben. Und Ikayu und Ilva, ihr erkennt die Gestalt, ihr erkennt die Kleidung. Ihr habt diese Gestalt schon mal gesehen. Lothiek hat sie noch nicht gesehen, aber ihr beide. In Frisov. Vor euch steht die Gestalt, die das Kind aus den Flammen gerettet hat. Der Elf. Oh mein Gott. Goswin sagt die Gestalt nichts. Ich guck Ilva an. Das ist doch... Ja. Ich habe gerade eine unwahrscheinliche Körperspannung. Ich bin bereit, in Sekundenbruchteilen meine Axt zu ziehen und loszulegen. Aber da jetzt bis jetzt noch nichts passiert ist, ist das so eine... Ich zitter fast und meine Muskeln sind bis auf... Also tut fast ein bisschen weh, weil ich so... Irgendwie, ich will schnell reagieren können, aber ich will auch nicht zu früh loslegen, weil noch er hat das Kind gerettet oder sie. Und jetzt macht er ja auch keine Anstalten anzugreifen. Aber wenn er das tut, dann haben wir gesehen, dass er verdammt mächtig ist. Und dass wir alle unsere Kraft brauchen müssen. Lothiek, kannst du auch elfisch lesen? Ja. Nee, dann erkennst du auf jeden Fall elfische Zeichen auf der Kleidung. Goswin auch. Allerdings machen die keinen richtigen Sinn. Ähnlich wie die Zeichen auf der Mauer. Ich strecke einen Arm aus, um Ilva so zu signalisieren, warte. Lothiek ist auf die Knie gesunken. Und genau, ich gehe langsam an Lothiek vorbei. Wer bist du? Ich kenne dich. Du warst im Dorf. Reagiert er darauf? Die Gestalt zieht die Kapuze aus dem Gesicht. Sieht ein feines Gesicht mit diesen weißlichen langen Haaren umspielt. Blickt zu Boden. Noch. Hat große mandelförmige Augen, wie das Elfen sonst auch haben. Blickt dann auf und öffnet die Augen. Schaut auf Lothiek. Und die Augen sind schwarz. Vor euch steht
eine Chakraga. Ich pralle zurück. Und an dieser Stelle 22.30 Uhr beenden wir für heute den Stream. Boah, du bist ein Arsch. Und für dieses Jahr, weil dieses Jahr werden wir nicht weiterspielen. Scheiße. Gehen wir jetzt ernsthaft mit dem Anblick eines Chakraga in das neue Jahr. Richtig, ja. Vor allem Ilva wird wahrscheinlich morgen ja erstmal voll drauf losstürmen, weil die ist ja gerade schon total angespannt. Oh Gott. Lothir muss viermal den schwarzen Schwan verdauen. Er war kein schwarzer, es war ein weißer Schwan. Ja, genau, noch schlimmer. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Ja. Das passt doch nicht zusammen. Sehr schön. Ja, ich, oh, ja, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Ich wollte es eigentlich nicht machen. Gut. Wo ist denn? Ey, Corley, du machst mich fertig. Zack, so. Ja, schon wieder ganz böser Cliffhanger. Ja, genau, D-Rex, genau richtig. Ja. Tut mir leid, aber das bot sich gerade so schön an. Ja, schöne Folge wieder. Ich denke, damit haben wir einen würdigen Abschluss für das Jahr 2018 genommen. Weiter geht es in 2019. Wann genau erfahrt ihr auf dem Nordpol? Oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Und ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich bin richtig rumgelaufen, scheinbar. Wer weiß. Ich guck mal kurz, wir waren heute hier. Demonic Sugar war da, das ist Lilio. Feramin war da und Bananananen, Commander Root, Drex oder D-Rex. D-Rex, heute mal D-Rex. Justus, Kleistark, Nilchen, Polizei, Positivity Bock, Shamasa, Spoon, Tate und Jairobi. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Und wenn ihr das heute nachguckt, irgendwann die Tage auf YouTube, dann hinterlasst uns doch bitte einen Kommentar, wie ihr es denn fandet. Was meint ihr, wer oder was es mit dem Chakraga auf sich hat? Und ja. Ein bisschen darf spekuliert werden. Es sei denn, ihr kennt das Abenteuer, dann ist es natürlich ja, hinfällig. Ja, ich hoffe, wir haben euch dieses Jahr sehr gut unterhalten. Wir haben uns gegenseitig, glaube ich, sehr gut unterhalten dieses Jahr. Und ja, im Januar geht es weiter. Bis dahin wünsche ich euch zumindest da draußen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und genießt die Zeit, um runterzukommen nach dieser Folge. Und ja, überlasse das letzte Wort meinen Spielerinnen und Spielern. Hashtag, wir müssen in Therapie. Ja. Nee, ich bedanke mich ganz herzlich bei Koali als Spielleiter und bei euch als alle Mitspieler. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. schon, aber ich weiß gerade echt nicht wie. Es ist eine unglaublich tolle Runde und die trägt einen echt durch die Woche oder durch schwere Zeiten, einfach durch das, was man erlebt. Und es macht super viel Spaß und ich freue mich so dermaßen aufs nächste Jahr. Ehrlich, danke für alles. All props to you. Ja, wir hatten bislang alles dabei. Wir hatten Götterwirken, wir hatten Romantik dabei, Action ohne Ende, Drama, zwei Besessenheiten. Ja, also, das soll man erstmal schaffen. Wir haben nicht die Armee der Finsternis geweckt. Wer weiß. Anscheinend. Vielleicht hast du auch einen Chakraga jetzt beschworen. Aber gut, der dürfte ja den Anblick von knienden Menschen sehr erhebend finden. Also, Und allerdings Emily auch den von einer Fjarnigerin, die schon halb die Bernsteinaxt gezückt hat, wissen wir noch nicht, aber
Ilvas Emmerliche besteht aus ziemlich krassen Dudes, die gerne Elfen enthaupten und auf Speere spießen. Die haben denen bestimmt auch vorher anders signalisiert, dass die nicht kommen sollen. Wenn die dann doch kommen, dann nicht anders verdient. Also, bestimmt haben sie ihnen vorher Beleidigungen zugerufen. Ja, stimmt. Den Kerl gelüftet oder so. Wie man das halt so macht, so als Fjaniger, ne? Ja. Die Hosen runterlassen. Ja, blau angemalt. Okay, gut, dann eine schöne Nacht noch und wie gesagt, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Bis im neuen Jahr bei Klingen der Nacht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.